Sturm mit den Beinen, ob in Freude oder in Schmerz. Wir wollen Hansa und sonst keinen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man auch richtig zusammen. Hier fegt noch ein richtiger Sturm das Gras. Und es verbindet uns was. Mit dem Herzen dabei, da können andere Vereine nur staunen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man auch richtig zusammen. Hier fehlt noch ein richtiger Sturm das Gras. Und es verbindet uns was. Hier
wir drücken noch alle die Daumen. Hier sind Fans mit dem Herzen dabei. Da können andere Vereine nur staunen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man auch richtig zusammen. Hier fegt noch ein richtiger Sturm übers Gras. Und es verbindet uns was. Da bist du zu Haus, im Innern des Landes hältst du es nicht aus. Der Strand an der Ostsee, das ist dein Revier, dein Segelboot trägt dich ab in Stärke 4. Noch zweimal im Monat, da zieht es dich fort, da gehst du in Zügen und Bussen an Bord. Mit Hansa geht's aus, fährst du, bist immer dabei. Mit den Jungs und im Chor, da fühlst du dich frei. Hansa Rostock, here and there. Hansa Rostock, schwere See schaust du an und hoffst, dass es anders wird irgendwann. Dass es aufgeht mit Hansa, mit deinem Verein, es darf dann auch mal europäisch sein. Der Gegner im UEFA Cup kommt hoffentlich dann aus einer Hafenstadt. Dann geht es mit Schiffen und Booten dorthin, für Flugzeug und Auto, da fehlt uns der Sinn. Hansa Rostock hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock. Doch ne Grobbuddel kühn, so sieht man dich meistens auf Reisen gehen.
dann wird's Banner zum Segel, der Bus wird zum Boot, das Bier zum Sextanten, die Bude zum Lot. Hansa Rostock, hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, hier und da. Alles probiert, Schach und Eishockey. Beim Eiskunstlaufen haben wir uns blamiert, dann kam uns ne Idee. Wir kauften uns ein paar Fußballschuh für 23 Mark. Jetzt rackern wir im Fitnessraum und joggen durch den Park. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Wir hatten Termin beim Präsidenten, waren vorher beim Geht's los. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, da wollen wir rein. Tja, vielleicht im nächsten Jahr sind wir wieder da, denn auf die Dauer ist doch klar, braucht uns der FCH. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa. Und an der schönen, ich komm jetzt über die Flügel! Ostsee, aber nicht so schnell, ich kann ihn doch gar nicht sehen. Gib ab, gib ab! Paul, ich krieg nichts. Auswechseln, auswechseln. Was denn für ein Ball? Verlängerung. Aber höchstens 5 Meter.
Toll, also Lübeck auswärts. Ich habe gejubelt, als das loskam. Dachte, das wäre eins meiner Wunschlose gewesen. Bist du Fußballromantiker? Macht das hier was mit dir? Ich weiß noch nicht so richtig. Es kommt aufs Spiel, frag mich mal nach dem Spiel. Ja. Geschichten werden immer nach dem Spiel erzählt, aber so, weißt du? So das Stadion und ja. die Atmosphäre ja. und genau. dass hier die dicken Kabel aus der Decke raushängen. Das habe ich noch nicht gesehen, aber die Sichteinschränkung habe ich wohl zur Kenntnis genommen, sodass wir uns einigen könnten. Ich moderiere die Tore rechts und du links. Ja. Ja? Ja, das können wir machen. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Gästeblock proppevoll ist, alle in Blau. Dort und wir wirken zumindest rein sichttechnisch nicht in der Unterzahl hier. Voller als voll und da sitzen nämlich auch noch ein paar Leute oben auf dem, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Zaun oder was, ein Imbisshäuschen. Ja, es sieht so nach so einem Dach auch daneben aus, ja. Also solange die nicht gleich im Wursttopf landen, sollte alles dort ganz gut gehen. Wir haben aber auch an der Anzeigentafel, selbst an der Anzeigentafel Banner von Hansa hängen, also die Jungs waren wieder sehr kreativ. Eine kleine Choreo mit grünen Fahnen, da ist ein Gesicht in der Mitte, da bin ich jetzt gar nicht ganz auf dem Laufenden. Da steht ja auch unten dran, aus unserer Mitte, aber nicht aus unseren Herzen da. Also da wird ein wahrscheinlich verstorbener Fan geehrt. Funktionär vielleicht auch, weil ja. er sieht ein bisschen älter aus, aber du, wir konzentrieren uns auf Du siehst ja auch unsere... ein bisschen älter aus, ein bisschen Fan, oder? Ja, aber zum Glück hängt noch kein Bild im Blog mit der Verabschiedung. Ich habe noch ein paar Jahre vor, hier zu sitzen. Das hat noch Zeit. Ja. Das hat noch Zeit. So, wir gucken uns mal die Aufstellung an. Wir gucken uns mal die Aufstellung unserer Gastgeber an, die einigen vielleicht genauso ungewöhnlich erscheinen wird, wie die Aufstellung vom FC Hansa Rostock. Also Lukas Pfeiffer, der gastgebende Trainer, schickt ins Rennen Florian Kirschke im Tor, Robin Kölle, Marius Hauptmann, Florian Egerer, Manuel Farona Polido, Felix Werner, Wolfgang Drinkgut. Ja, alle drei Vornamen müssen rauf. Der Kapitän Tommy Gruppe, Morten Rüdiger, Tarik Gosçürin, Yannick Löden, Mirko Boland. Auf der Ersatzbank auch ein alter Bekannter, Erik Gründemann, Jan-Erik Lippegaus, Lasse Jetz, Noah Plumme, Marvin Thiel, Vjekoslav Taritas, Mattis Daube, Mats Faklam und Damian Rosbach, Dennis Dressel, Simon Rhein, Moritz Schröder von Anfang an dabei, Svante Ingelsson, Nils Fröhling bekommt auch die Chance von Anfang an, Ryan Malone, der Spieler des zweiten Spieltags gewählt vom Kicker, John Verhoek ist dabei, Kai Pröger und Debüt für Jean-Patrick Strauß. Auf der Bank der Hanseaten Markus Kolke, Rich Munzi, Haris Duljevic, Kevin Schumacher. Jetzt hätte ich fast gesagt Hansi Hinterseher. Lukas das, Hinterseher. Das passiert dem einen oder anderen schon. Benno Dietze, Theo Martins, Lukas Fröde und Pascal Breyer. Die Mannschaft des FC Hansa Rostock heute verändert. Wie gesagt, Lukas Fröde und Nico Neithardt verletzt bzw. noch angeschlagen aus dem Hamburg-Spiel. Da will man für den weiteren Ligabetrieb da keine Risiken eingehen. Wir starten ja heute eine Minute später, Richard, habe ich gehört. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, uns um den Schiedsrichter zu kümmern. Das ist nämlich Dr. Arne Arneck. Er wird unterstützt von Erik Müller und Daniel Riehl jeweils an den Seiten. Und der vierte Offizielle ist Martin Spechner. Und dieses Team hat in dieser Besetzung original genau vor einem Jahr die erste Hauptrunde im DFB-Pokal gepfiffen zwischen dem FC Hansa und dem FC Heidenheim. So, Seitenwechsel. Jetzt habe ich dir einen reingehauen, das wusstest du nicht. Was? Nee, ich habe... du hast auch gar nicht zugehört. Ich war eben völlig fasziniert noch, habe mir noch mir das angeguckt, warum... Eine Gedenkminute anscheinend. Ja, erst eine Gedenkminute, dann vermutlich die Minute für... Also wir sind auch ruhig. Sportlich.
So, dann können wir es jetzt aufklären. Also, es gab quasi zwei Gedenkminuten in einer. Das war zum einen die Gedenkminute des Deutschen Fußballbundes für uns Uwe, für Uwe Seeler. Das haben wir in der letzten Woche schon beim HSV im Volkssportstadion erlebt. Und dann tatsächlich ein Vereinsoffizieller, der langjährige Fanbeauftragte des VfB Lübeck, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, Horst Jahnke. Dafür dann eben die zweite Gedenkminute. Und die Lübecker Fans haben was ganz Besonderes gemacht. Sie haben einen Gedenkkranz vor die Lübecker Fantribüne gelegt und wollen ihrem Hotte heute gedenken. Im Gästeblock Schwenkfahnen, blau und weiß, im Quadrat angeordnet. Das sieht hübsch aus. Und unten ein Riesenbanner. Wir kommen aus Rostock, der Stadt am Meer, in der Mitte der Greif. Und jetzt ertönt auch Hansa Feuerwehr aus dem Gästeblock. Das ist eine richtig geile Stimmung hier. Die Lübecker sind eben nochmal alle Tribünen abgelaufen und haben ihre Fenster angefeuert. Ja, feuern ja auch. Und feuern tun die auch, genau. Also es ist, ich gebrauche nochmal die Vokabel, es ist Fußballromantik hier im Stadion an der Lohmühle. Denn es ist laut, es ist stimmgewaltig und es ist halt ein bisschen abgefuckt. Ja, aber so will man das ja eigentlich haben. Ne? Also das ist wirklich so ein enges Stadion, wo man dicht dran ist, wo die Stimmung auch schnell überkochen kann. Wo die Fans die Auswärtsfans schnell mal auf den Rasen können, um ihre Spieler zu herzen und zu drücken, wenn es dann gut gelaufen ist. So, ja, die Minute, die später geht, also die Spieler spielen sich warm. Also das, ich weiß nicht, ob das der Sinn und Zweck der DFB-Aktion war, ob der DFB das so möchte. Ich glaube, Anne Arnik hat tatsächlich gewartet. Zu viel Rauch. Wegen des Rauchs. Und ja, aber das war nur wirklich wenig. Und der Schiedsrichterassistent steht unten an der Lübecker Bank. Da scheint es irgendwelche Unstimmigkeiten zu geben. Vielleicht ist jemand anders, der auf dem Spielberichtsbogen steht, der jetzt auf dem Platz ist. Auf jeden Fall war es die Nummer 8, die da stand, Florian Eggerer. Und ein anderer Kleiner läuft runter da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, der muss aber auch mitspielen. Das ist die 31, das ist Mirko Boland. Ja. Aber der holt sich nur ein kühles Getränk. Aber sie gehen trotzdem nochmal zur Bank und diskutieren dort. Sagen, irgendwas stimmt da nicht. Aber das ist schon spannend zu sehen, Richard. Beobachte das mal, du hast die bessere Blickposition. Also auf dem Platz sind jetzt 10 Feldspieler beim VfB Lübeck und ein Torhüter. Das macht nach meiner Arithmetik, Grüße an Frau Dr. Scheel, die mir Mathe beigebracht hat, macht das 11. Jetzt ist der Schiedsrichterassistent bei Jens Hertel und erklärt ihm auch nochmal was. Es liegt, glaube ich, am Tor. Am Tor vor dem Gästeblock. Da ist irgendwas nicht richtig gut verarbeitet. Haben wir gestern auch schon gesehen beim Spiel von 1860 München gegen Borussia Dortmund. Da wurde einmal das ganze Tor mit Kabelbinder versorgt. Und jetzt wird hinterm Tor von Nils Körber, der zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz kommt hier heute für den FC Hansa, da wird massiv am Tor gearbeitet. Gut, dann haben wir das auch aufgeklärt. Arvid konnte das nicht sehen, der ist ja kurzsichtig in seinem Alter. Ja, aber das, eigentlich will ich das auch gar nicht sehen. Mir reicht das, wenn du es mir erklärst. Das nehme ich dann so auf und nehme es jetzt mal als gegeben hin, dass das so war. Und freue mich an diesen vielen weißen, blauen Fahnen, die dort hinten geschwenkt werden. Und wundere mich, dass es jetzt hier um 15.35 Uhr noch nicht so richtig losgeht. Und Spieler laufen wieder nach außen. Boris Schröter läuft jetzt hier zur Schelle. Holt sich auch nochmal eine Trinkflasche. Jetzt wird jongliert. Jeder Spieler holt sich nochmal einen extra einen eigenen Ball. Also Bälle haben wir ja dabei zu Not. Ja. Du spielst darauf. Du kannst die Geschichte auch gleich selber erzählen, wenn du sagst. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Geschichten gehört. Ich kriege sie nicht verbindlich zusammen. Also ich weiß nur, dass zwei Lübecker Bälle in Rostock waren und die wir heute, weil sie darum gebeten haben, dass wir die wieder mitbringen, weil die dort bei uns vergessen wurden. Wir haben sie mitgebracht, wir haben sie abgegeben. Nee, haben wir nicht. Sie liegen noch hier. Stimmt. Ja, aber das Wissen hätten auch die anderen nicht gewusst. Die Geschichte hätte es rund gemacht, Richard, wenn wir gesagt hätten, Bälle abgegeben.
Aber wir nehmen die bestimmt nicht mit nach Rostock, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Geschichte wird rund, wenn wir sie wieder mitnehmen. Ja. Ja, jetzt sind wir so früh auf Sendung gegangen und nun geht es hier nicht los, weil ich glaube, es wird gar nicht am Tor gearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Da steht ein ganz wichtiger Mensch in schwarzen Arbeitsklamotten und arbeitet an der Holzbande, die da vor dem Gästeblock steht. Du hast doch aber eben schön das mit dem Tor erklärt. Jetzt muss ja, ich mir schon wieder was anderes einfallen. Es sah so aus, als wenn er am Tor arbeitet, aber er hat an der Bande von vorne gearbeitet. Jetzt ist er hinter der Bande und fummelt da rum. Nur ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass man nun genau in die Bande hinterm Tor knallt. Aber die Offiziellen hier unten am Spielfeldrand, die sind einigermaßen aufgeregt. Da steht nämlich eine ganze Armada von Lübecker Offiziellen, die Stress hat und die funkt und die mit dem Schiedsrichter im Austausch ist. Jetzt ist Dr. Arne Arnig auch nochmal da und erkundigt sich. Ach so, nee, die gucken hoch, weil die Fans sitzen da oben. Da hat der Schiedsrichterassistent eben hingezeigt, die Fans, die oben auf den Traversen sitzen. Aber das muss der Schiedsrichter, das ist doch nicht Schiedsrichterarbeit, oder? Da hat er wirklich eben, er ging und geht jetzt zu Svante Ingelsson. Was soll denn der Svante machen? Er geht jetzt zu Svante Ingelsson, zeigt ihm und sagt ihm was. Eine Stadionsprecherdurchsage kommen, würde ich behaupten. Aber er will Svante dahin schicken. Aber es wird immer noch am Tor gearbeitet. Also ganz klar ist es hier nicht. Aber Richard, du siehst, es könnten auch so 150 Minuten werden, auch ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen. Es wird, könnte ein länger Tag werden. Am unruhigsten sind da die Spieler, die jetzt auch immer wieder nach außen gucken, nach innen gucken. Jens Hertel. Ich glaube, jetzt ist soweit. Jetzt geht's los. Ah, noch sind die Ballkinder auf dem Platz. Zumindest da am Rand. Die müssten zumindest da einmal husch, husch ins Körbchen. Ganz schnell da. So. Alle mit Rucksack, auch witzig. Wir haben alle noch eine Stulle von Mutti dabei. Die wusste schon, dass länger dauert hier. So. Und jetzt sieht Arne Arnig auch die Kinder da laufen. Ja. Das heißt, er hat die Pfeife jetzt wieder aus dem Mund genommen. Ja, er sagt, und dann, guck mal, wie sie sagt, jetzt aber husch, husch. Jetzt wird sie auch unruhig da. Und der vierte Offizielle sagt, nee, ich kann nicht freigeben, wenn die Kinder da am Spiel sind. Jetzt geht's los. Hurra, hurra, die Rostocker sind da. 15:39, das waren 10 lange Klimaminuten. Anstoß Lübeck und der lange Ball landet direkt mal in den Armen von Nils Körber. Der ganz in Schwarz heute. Es gab ja diverse Diskussionen zu meinem kleinen Fetisch für das brombeerfarbene Torwarttrikot da, was Markus Koch also in Hamburg anhatte. Heute also ganz in Schwarz. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Schwarz sieht immer gut aus. Und Damian Rosbach ist es jetzt, der da früh angelaufen wird von Mirko Boland. Ja, ist überraschend. Also ich hätte eher gedacht, dass Lübeck sich doch deutlicher hinten reinstellt sozusagen gegen Favoriten. Aber weit gefehlt. Sie haben nutzen also eine offensive Aufstellung. Jetzt haben wir aber den Ball über Nils Fröhling. Jetzt könnte schnell gehen Nils Fröhling. Schön mit dem Pass in die Tiefe auf Kai Pröger. Kai Pröger kriegt ihn nicht. Da ist ja so ein Riese in der Innenverteidigung. Neben Tommy Gruppe. Dagegen Tommy Gruppe ist nur wirklich nicht klein. Jetzt aber wieder Pröger an der Strafraumgrenze. Pröger, jetzt muss er noch einmal querlegen. Nein, er legt nach hinten auf Fröhling. Jetzt zeigt hinten Verhook an. Verhook zeigt an. Verhook, der heute mit der Kapitänsbinde läuft. Und ja, so ein typischer John Verhook, der in den Torwart dann hineinläuft, sozusagen. Er kennt ja weder Gnade gegen sich selbst noch gegen den Gegenspieler. Also ein John Verhook als Gegenspieler, den möchte man natürlich sehr ungern haben. Und jetzt habe ich auch entdeckt, wer der Mann dort mit der Nummer 30 ist, gegen den Tommy Gruppe, wie gesagt, wie ein kleiner Zwerg aussieht. Das ist Herr Löden. Kurzer Fehler da von Strauß, der lässt den Ball nämlich einfach nur abtropfen, aber direkt in den Lauf eines Lübeckers. Der war aber überrascht und konnte den Ball gar nicht so schnell unter Kontrolle bringen. Entsprechend konnte Hansa die Situation klären und jetzt steht der entsprechende Mann, Felix Brinkhuber, in der Abseitsposition und es gibt Freistoß für den FCH. Über die linke Seite kommt der Ball, über Strauß, erstmal zurück zu Rosbach, weil es dann noch sehr eng ist. Auch das gestern zum Beispiel eine taktische Variante von 60 München gegen Borussia Dortmund. Aber Borussia Dortmund hat es sehr clever gemacht. Die haben einfach Ballbesitz gespielt, haben sich anlaufen lassen und dann mit langen Bällen agiert. So wie hier jetzt meinst so du? Ja. Versucht es der FC Hansa auch, langer Ball in Richtung Ingelsson. Den konnte er aber nicht kriegen. Es gibt aber Einwurf für den FC Hansa Rostock auf Höhe der Trainerbank hier von Jens Hertel in der Hälfte des VfB. Strauß ist es. Rosbach erstmal zurück auf Ryan Malone, der ja hier einige Zeit verbracht hat seines Fußballerlebens.
hier keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat und heute das erste Mal zurückkehrt. Und wo wir gerade beim ersten Mal sind, da ist die Frage, ist das auch schon das erste Mal vielleicht für einen leichten Gelbverdacht da an Tommy Gruppe, der da den Svante Ingelsson auf der linken Seite relativ hart umgrätscht. Meinst du, Tommy, du kennst ihn ja, glaube ich, persönlich. Ist der ein bisschen heiß heute? Der wird motiviert sein, selbstverständlich, aber Hansa ist und bleibt seine große Liebe. Und Tommy ist eigentlich ein extrem fairer Sportskamerad auch. Also wenn er hier so eine Grätsche ansetzt, das tut ihm denn selber weh, dass er vielleicht den Gegenspieler getroffen hat. Aber er ist hier in Lübeck wirklich zur absoluten Führungsfigur gereift. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass diese Führungspersönlichkeit sich bei diesem Freistoß nicht durchsetzt. Die nämlich Simon Rein wird den Ball richtig schön angeschnippelt, dort auf den zweiten Pfosten bringen. Und Fröhlich ist am Schießen und der Torwart, und der Ball rutscht nicht durch den Torwart durch, der ihn durch seine Finger erst durchrutschen lässt und dann aber im Nachfassen ihn nochmal von der Linie kratzen kann. Ja, Richard, da war sie die erste richtig gute Möglichkeit. Wobei der Schuss relativ schwach war. Der Torwart kam nicht drin. Wäre drin gewesen, du. Genau, genau. Der Torwart hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ball. Aber ich hatte vorhin gesagt, es ist wohl 50-50 zwischen den beiden Torhütern. Und jetzt erstmal aufgepasst. Lübeck kommt über die linke Seite. Da wird der Ball steil gespielt. Kommt jetzt in die Mitte. Möglichkeit! Vorsicht! Erstmal geklärt. Jetzt die Nachschussmöglichkeit. Aber übers Tor. Uiuiui. Das ging ein bisschen einfach da für den VfB Lübeck. Balleroberung, dann zentraler Lauf und den Ball dann auf links rausgelegt. Der linke Außenspieler geht dann in den Strafraum rein, legt den Ball zurück an zwei Hanseaten vorbei. Und dann die erste Schussmöglichkeit für Trinkgut, Ball wird geklärt. Und dann aus 19 Metern nochmal der Abstoß, so 2 Meter über die Latte. Oh, Nils Körber rutscht dort aus beim Abstoß. Das heißt also, der Platz, der dort nochmal extrem gewässert wurde, der macht ihm da so ein bisschen zu schaffen, deswegen verrutscht der Ball dort auch über die rechte Außenseite. So, und im Lübecker Block gibt es wieder ein bisschen Pyrotechnik, aber das ist sehr, sehr dezent dort. Das wird den Schiedsrichter nicht dazu motivieren, hier in irgendeiner Form das Spiel zu unterbrechen, weil das der Rauch dort... Kann man auf jeden Fall gut zählen. Ja, ne, pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, die Rostocker 7. Vielen Dank an die Lübecker Fans. Scheint auch die Lübecker 7 zu sein. Ist auch die Zahl in Lübeck. Ja, aber ich nehme es mal als Gruß an die Gäste. Jetzt aber erstmal wieder die Gäste über die rechte Seite. Jetzt kommt die Flanke hinein. Nein, nee, sie kommt nicht hinein, weil auch dort technische Unzulänglichkeiten bestehen. Zum Glück hat er da selbst über den Ball geschlagen. Das war der Mann mit der Nummer 2, Robin Kölle. Hier nach 6 Minuten eigentlich gut durchgelaufen und dann bei der Flanke, da verhakt er sich mit den Füßen und fällt fast hin. Aber ist schon krass, also die Lübecker wirklich Offensivpressing vorne drauf. Die Rostocker versuchen da jetzt aus der eigenen Torauslinie rauszukommen. Und das freut natürlich das Publikum hier, wenn du solche Pressingaktionen dann auch gewinnst und für dich selbst dann in Höhe des Strafraums einen Einwurf erwirkst. Das macht wieder die Nummer 2, Robin Kölle. Mal sehen, ob sie nach Wine Malone jemanden gefunden haben, der auch weit einwerfen kann. Kölle geht auf jeden Fall bis zum Parkplatz raus. Und wirft den jetzt in Richtung 5-Meter-Raum. Aber da ist Nils Fröhlich, der den Ball erstmal rausbringen kann. Er sei hier jetzt gerade ein bisschen unter Druck. Nach 7 Minuten. Trinkgut, der hat auch Bock heute. Nächste gute Aktion vom bulligen Stürmer mit der Nummer 11. Aber jetzt erstmal wieder der Ball zurück in die Hälfte der Lübecker. Aber sie kommen schon wieder. Ja, sehr interessant. Also, dass die Lübecker jetzt so ein bisschen Ballhoheit, Ballübergewicht dort haben. Zumindest es versuchen und auch durchaus spielerisch gar nicht so schlecht dort unterwegs sind. Und jetzt gibt es dort einen Foul von Jean-Patrick Strauß genau an der Strafraumgrenze. Wirkt noch nicht so ganz so drin, ne? Nach seiner Verletzung, die er sich im Trainingslager dort zugezogen hat, der Muskelfaserriss. Da muss man sich erstmal auch wieder in diese Mannschaft reinarbeiten. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen haben wir Bedarf, beziehungsweise sind ja nun mal ein paar Spieler ausgefallen. Also diese Freistoßsituation dort an der Grenze ist sehr, sehr kritisch und Manuel Farona Pulido, der ja bei uns schon durch ein feines Füßchen aufgefallen ist. Und Manuel ist eigentlich der Typ, der so eine Sache nicht indirekt macht. Der will diesen Ball direkt machen. Er will ihn mit links, rechts, oben rein an die Mauer zirkeln. So sieht er aus. Hoffentlich weiß Nils Körber das auch. Ja, aber Manu ist wirklich so ein selbstbewusster Typ. Der schießt immer direkt. Ja,
auf den Kopf von Frühling und erklärt damit zum ersten Eckball für den VfB. Und auch da geht Pulido hin. Vielleicht ist er auch für diese Standards geholt worden. In der Vorbereitung soll er nicht so gut gewesen sein. Laut Lübecker Podcast, den ich mir gestern noch angehört habe, haben sie deutlich damit gerechnet, dass er nicht in der ersten Mannschaft ist, weil er sehr viele Ballverluste und Zweikampfverluste in den Vorbereitungsspielen hatte. Aber für die Standards, da braucht er natürlich keinen Zweikampf fühlen. Er guckt sich nochmal genau aus, wo er ihn den Ball jetzt hinbringen will. Ich muss hier so ein bisschen rudern, dass ich immer an den Pfosten da vorbeigucken kann. Wird auf den ersten Pfosten gebracht, aber rausgeschlagen der Ball auf die Trainerbank des VfB Lübeck und es gibt Einwurf für die Lübecker, also vom Freistoß zur Ecke zum Einwurf geht es tendenziell ein bisschen weiter weg von unserem Tor. Das ist erstmal eine gute Nachricht, aber Köller hat gerade schon gezeigt, dass er den Ball weit reinwerfen kann und das will er auch jetzt wieder machen. Aber es sind solche Einwürfe, die nach oben geworfen werden, das heißt, die sind lange in der Luft, die sind also besser zu verteidigen und man sieht auch, Damian Rosbach ist hochgesprungen und konnte den Ball dort gleich wieder rausschlagen und er landet jetzt letztlich bei Nils Körber, der ein spielender Torwart ist, ganz schnell nach rechts auf Moritz Schröder, der auch mit einer brutalen Schnelligkeit gesegnet ist, kommt aber jetzt nicht so in diesen Lauf rein, weil er gleich wieder angelaufen wird und Ball bleibt wieder bei Damian Rosbach, links raus, gespielt auf Strauß. Strauß soll ja so ein Laufwunder sein. Das heißt also, Jens Hertel hat gesagt, ja, er hat jetzt 2-3 Wochen verpasst, aber die holt er schnell wieder auf, weil er eben konditionell so unheimlich stark ist. Aber eben, wie man sieht, Zweikampfverhalten, das war auch in Aue schon so vom Zweikampf her, hat er noch Verbesserungspotenzial dort. Also die Ausgangssituation eben, dass ihm der Ball quasi vom Fuß geklaut wurde und dass Simon Rein dieses Foul ziehen musste. Gut, 32, 33 Meter Torentfernung und die nächste durchaus ordentliche Situation für den VfB Lübeck jetzt. Ja, unnötig der Ballverlust, weil Strauß da einfach viel zu verspielt ist. Daraus entsteht dann diese Freistoßsituation jetzt. Und auch, wenn man da Lust hat, kann man den auch direkt versuchen. Aber das sieht eher nach Flanke aus. Also wenn Pulido schießt, jetzt hat er doch ein bisschen mehr Anlauf genommen, aber steht sehr seitlich zum Ball. Aber er sagt seinem Mitspieler irgendwas mit Stoppen oder Machen oder wie auch immer. Ja, ich denke, das wird eine Flanke. Ja, weil der 25er schießt. Ja. Weit an den zweiten Pfosten dort, auf den größten Mann auf dem Platz. Den Löden, also der dürfte die 2 Meter deutlich überschritten haben. Das heißt, den werden sie dort als Zielspieler ausmachen, dass der den Ball zentral dann reingibt, damit zum Beispiel ein Drinkgut, den wir aus Halle, Zwickau, Jena oder auch Paderborn kennen, dass der den Ball dort irgendwie versenkt. Jetzt aber wieder zum Einwurf dort zurück zur Eckfahne, die Gegner getrieben und weit rausgeschlagen. Und jetzt treten wir dort raus über Kai Pröger, der ja viel, viel Laufarbeit macht. Simon Rein rückt nach, John Verhoek rückt nach im Pressing. Aber die linke Seite ist frei, da muss Fröhling jetzt dann mit pressen. Ja, tut er dann auch. Und John Verhoek geht in die Spitze, um den Torwart anzulaufen. Jetzt wird der Ball rausgeschlagen. Kopfballduell gewinnt Jan-Patrick Strauß, wunderbar. Und Nils Fröhling schießt seinen Gegenspieler an, was eben Farona Pulido ist. Einwurf FC Hansa Rostock direkt vor unserer Wechselbank, vor Jens Hertel. Im Gästeblock wird getanzt. Hansa Rostock. Die lauten Gesänge, dazu das Schalalalala und das Auf- und Abgehüpfe. Oh, jetzt eine schöne Körpertäuschung dort, wie Pulido an Nils Fröhling vorbeigeht. Der kommt aber gleich wieder hinter den Ball. Dennis Dressel bedrängt seinen Gegenspieler, sodass der reingeflankte Ball gleich wieder rausgeschlagen wird. Aber wir müssen viel Laufarbeit da gerade verrichten, auch jetzt Ingelsson dort oder Pröger, ohne dass wir an den Ball dort rankommen. Und jetzt gibt das nächste Foul. Ryan Malone hebt dort entschuldigend die Hand, sagt, Mensch, nee, Schiri, das war doch wirklich unabsichtlich. Es ist mein Kumpel, den ich da gerade gefoult habe, einer von meinen Kumpels hier. Also das war bestimmt keine Absicht. Der Schiri sieht das auch so, sagt aber trotzdem Freistoß VfB Lübeck. Ist mir jetzt ein bisschen jetzt zu viel in unserer Hälfte hier. Das ist so, ja. 12 Minuten gespielt. Nächste Standardsituation für die Gastgeber. Die Top-Favoriten auf den Aufstieg in die dritte Liga in der Regionalliga Nord. Ja, unterwegs. Ja, sich ordentlich auch verstärkt, muss man sagen, in dieser Saison. Und jetzt hebt Farona Pulido den Arm. Flanke kommt auf den Elfmeter. Punktmöglichkeit für Yannick Löden. Von Arvid angesprochen. Größter Mann auf dem Platz.
Schönstämmig, der Jung. Und der kann sich da im Kopfballduell durchsetzen. Hitzkörper muss nicht eingreifen. Ball geht am rechten Pfosten einen Meter vorbei. Ja, der Löden, auch einer von den Neuzugängen, die es hier gleich in die Startelf geschafft haben, ist gekommen von Fortuna Köln, den sie da geholt haben. Viele von den anderen Neuzugängen sitzen noch auf der Bank, aber mit Ringgut und Löden sind ja zumindest zwei schon mit bei. Jetzt aber über die linke Seite. Abseits, lass mich doch mal die Hoffnung so ein bisschen haben, weil Nils Fröhling war dort wunderbar durch. Ich wollte schon sagen, ist ja fast schon aufreizend langsam, wie er diesen Ball dort getrieben hat. Aber wenn du die Fahne gesehen hast, dann wundert mich das jetzt natürlich nicht. Übrigens da noch der Hinweis, wer es nicht mitbekommen hat gestern oder heute schon bei den 13 Uhr Spielen oder 13 Uhr 1 Spielen. Es gibt keinen Videoassistenten im DFB-Pokal in der ersten Runde. Das heißt, wenn ihr heute Tor gepfiffen wird, ist Tor. Und wenn ihr heute Abseits gepfiffen wird, ist auch Abseits. So, Lübeck hat sich schon wieder den Ball erobert. Verona Polido da jetzt über die linke Seite, nimmt Trinkgut mit. Der muss sich da aber gegen zwei Rostocker behaupten, holt zumindest den Einwurf. Direkt auf den Kopf von Dennis Dressel. Und es gibt den nächsten Einwurf. Da gegenüberliegende Seite. Langer Einwurf jetzt nach vorne auf den Flügel in Höhe des Strafraums. Da ist aber Damian Rosbach, der das Duell da gewinnt und den Abstoß holt. Ja, da musst du natürlich erstmal rankommen, vorbeikommen an Damian Rosbach, den Abwehrboss des FC Hansa Rostock mit vielen, vielen Jahren Erfahrung. Körber jetzt mit dem Abstoß zu Ryan Malone. Malone wieder zurück zu Körber, weil direkt zwei Lübecker auch wieder anlaufen, da in den Strafraum rein. Jetzt versucht es Hansa mal mit einem langen, hohen Ball. Der geht auf Pröger, der setzt sich sogar im Kopfballduell durch. Aber Fröhling kann den nicht bekommen, sodass Lübeck diese Situation dann erst einmal klären kann. Ja, wir werden relativ tief reingedrängt nach hinten. Also stehen vielleicht für den Geschmack von Jens Hertel ein Tick zu tief, aber warten auf diese schnellen Konter nach vorne. Wir haben ja mit Fröhling, Pröger, Ingelsson wirklich ein paar schnelle Leute vorne. Dazu den Taktgeber Simon Rein im Mittelfeld und John Verhoek, ganz klar, der bei den hohen Bällen gesucht wird, wobei ganz vorne bleibt immer Kai Pröger stehen. Das heißt also, der frühere, die frühere Spitze, John Verhoek, jetzt aber die Flanke kommt hinein, wird rausgeköpft von Moritz Schröder. John Verhoek kann den Ball da nicht festmachen, wird abgekocht von seinem Gegenspieler, der den Ball aber weit, weit über das Tor in den Gästeblock schießt. Und von dort, wenn man das bis zur Anzeigentafel in die letzte Reihe des Gästeblocks schießt, von dort könnte es sein, dass der Ball nicht zurückgeht. Ach, was sage ich? Doch. Er geht zurück. Du hast einfach keine Ahnung von unserem Ja, Fans. Aber das zeige ich ja immer wieder. Das muss ich aber auch immer wieder bestätigen. Ich muss auch ehrlich sagen, dort im Gästeblock, wo das keiner sieht, den Ball würde ich mir unter den Pulli stecken. Wird nicht groß ausfallen, ich würde so auffallen, ich würde da mit dem Ball dann rausgehen. So ein Spielball. So, jetzt aber Patty Strauß hier vor uns, spielt den Ball auf Nils Fröhling. Der Gegenspieler fällt, aber doch. Kannst du hören, was der sagt, der Stadionsprecher? Ja, es geht um die Pyros. Um das eine Licht, was jetzt dort im Gastgeberblock ist. Für ein so ein kleines Licht stört doch eigentlich keinen. Ja, ich glaube, du bist als Verein auch angewiesen, dass du mindestens dann, wenn es dauerhaft Pyro gibt, dass du dann ab und zu auch mal eine Durchsage machen musst, damit du wenigstens zeigst, dass du was dagegen getan hast. Mhm. Deine Stadionsprecherkarriere steht ja noch vor dir. Ja, nein, die Karriere ist so mit sofortiger Wirkung beendet. Und also ich werde mich auch nicht nochmal überreden lassen, dass ich das mache. Zum Glück war es nur ein Testspiel, aber war ganz gut. Ja, man hat es mal ausprobiert und weiß jetzt nicht noch einmal. So, jetzt gibt es da eine Verletzungsunterbrechung. Die Lübecker Betreuer kommen, unsere Betreuer aber auch. Da gab es ein Kopfballduell, da sind beide mit dem Kopf gegeneinander geschlagen. Und wenn ich von beiden rede, heißt das auf unserer Seite Nils Fröhling. Ah ne, der steht hier unten. Falsch. Ja, auch so an der Hose und an den Schuhen kann ich nicht erkennen, wer es von uns ist. Wir könnten ein Ausschlussprinzip machen. Ich kann dir sagen, es ist nicht Dressel, Ingelsson, Pröger, Verhoek sind, nicht Malone, Rosbach. Das ist Simon Rein. Simon Rein.
Ja, der war's. Der steht nämlich jetzt schon wieder, fasst sich an die Stirn bzw. die Nase. Nein, es ist der Hinterkopf, aber von hier aus eh dasselbe. So. Er steht aber wieder, der Lübecker Spieler steht auch. Es müsste jetzt dann eigentlich Schiedsrichterball geben. Schiedsrichter sagt erstmal zu den Spielern, die behandelt wurden, ihr müsst beide raus. So ist die Regel. Hat beiden auch nochmal ein paar Fragen gestellt zum Thema. Dazu sind sie angehalten. Wenn es an den Köpfen mal knallt, um einer Gehirnerschütterung vorzubeugen, zu fragen, wie heißt du, was machst du hier, weißt du, wo du bist? Ja, also wenn sie das nicht mehr wissen, dann ist schon Gehirnerschütterung des 27. Grades, dann sollten sie wirklich raus. Die Gehirnerschütterung haben sie trotzdem. Das ist natürlich eine kleine, sind ja immer viele Mini-Erschütterungen, aber es wird schon weitergehen für beide. Jetzt Nils Fröding dort in der Mitte, der den Ball zum Glück gut behaupten kann, auch schon schön öffnen, den Pass nach rechts raus spielt. Das war wirklich gut. Und jetzt kann Moritz Schröder endlich mal ein bisschen Tempo aufnehmen, aber der Ball, den Moritz dort spielt nach vorne, der war wirklich mit sehr viel optimistisch und guten Wünschen. Geht leider wirklich an Freund und Feind vorbei. Abstoß vom Tor des VfB Lübeck nach 19 Spielminuten. Lübeck hat ein bisschen mehr vom Spiel, immer noch 0-0. Ja, und wir sagen mal nochmal hallo und herzlich willkommen. 2800 sind es beim Fanradio, aktuelle Zuhörerzahl. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und hier oben sehe ich auch schon wieder die Rostocker Fankurve, die streamen ja immer so ein bisschen mit. Also vielen Dank an die vielen fleißigen Hörer, die bei sind. Jetzt müssen wir leider wieder so einen Pass in die Tiefe abfangen. Und wer hat es abgefangen? Ryan Malone, wunderbar. Da wird aber nochmal protestiert von Manuel Farona Polido. Der Ball wird jetzt dort dem Kai Pröger verliert den Ball. Also es ist so die Zweikampfwerte. Das Momentum liegt aktuell beim VfB Lübeck, muss man sagen. Also sie beißen sich hier in das Spiel rein. Jetzt der Rückpass von Tommy Gruppe auf den Torwart, den John Verhoek aber dann nicht bekommt. Und Strauß holt sich den Ball vor der Seitenauslinie. Können wir hier dann natürlich nicht sagen, wer den Ball zum Schluss hatte. Aber wenn Strauß den Einwurf jetzt macht, wird es so gewesen sein. Damian Rossbach mit dem langen Hafern. Er dreht sich nochmal um die eigene Achse. Gut gelöst dort. Jetzt hat Patrick Strauß alle Zeit vor sich auf Svante Ingelsson. Schön mit der Spitze raus auf Nils Fröding, der jetzt also zum zweiten oder dritten Mal den Ball relativ leicht dort verliert. Und hinten müssen es unsere Innenverteidiger ausbügeln. Und Damian Rossbach kriegt dafür den gelben Karton. Ja, gab ein 1 gegen 1. Rossbach gegen Drinkhut. Rossbach hat es da schwerer erwischt im Gesicht. Ja. Da schluckt man ja mal gleich ein bisschen. Rossbach hat ja schon mal einen Schädelbruch erlitten, steht jetzt aber relativ schnell wieder auf. Und wie Arvid es gesagt hat, kassiert er den gelben Karton. Gar nicht mal wegen der Härte des Fouls, sondern weil er eben den Konter unterbunden hat. Ja, aus Ausgangssituation jetzt früher den Ballverlust vorne. Ja. Ne? Ronny Thielemann ist damit nicht ganz einverstanden, diskutiert da mit dem Linienrichter. Er wird vorgeschickt, Richard. Nee. Im Zweifelsfall, damit er nicht gelb-rot kriegt. Jens hat ihn gerade zurückbeordert. Nach dem Motto, ich brauche dich noch, es ist erst 20 Minuten, Ronny. So, Freistoß Lübeck, kurz ausgeführt hinter der Mittellinie. Kommen jetzt über die rechte Seite, aber da sind wir gut dazwischen, können das erstmal klären. Und jetzt Foul an Dennis Dressel, der haut auch dreimal auf den Boden, weil er irgendwie ein bisschen schwerer getroffen wurde scheinbar. Das war der ehemalige Rostocker Farona Polido. Dressel steht schon wieder. So ganz läuft das Spielchen noch nicht so nach unseren Vorstellungen. Also sind mir viel zu wenig bis gar keine Torschancen, die wir hier gerade kreieren können. Eine schöne hatten wir mal, wo der Torwart im Nachfassen den Ball dann hatte, aber ansonsten hat bisher nur der VfB Lübeck hier die Chancen nach vorne kreiert und wir stellen uns eben hinten rein. Jetzt kommt der lange Ball nach vorne. Fröding kann den Kopfball dort nicht bekommen, wird wieder in die andere Seite geschossen. Und Dennis Dressel hat ihn im Mittelfeld. Spiel zurück auf Ryan Malone, der ja viele öffnende Bälle, auch gute Bälle, die dann ankommen, in der Vergangenheit gespielt hat. Jetzt aber der kurze auf Damian Rossbach und Jens Hertel breitet die Arme auseinander. Er breitet die Arme auseinander und sagt sich, was sagt er? Also wenn er sich das sagt, was ich mir sage, dann, dass das Spiel an John-Patrick Strauß vollkommen vorbeiläuft. Eben mit dem Ball auch schon wieder direkt ins Ausgelaufen. Oh, guck mal, Jens Hertel aufs Spielfeld drauf. Aufs Spielfeld drauf, weil jetzt nämlich eine Trinkpause ist, muss man ruhig dazu sagen. Und gleich diskutieren dort mit Damian Rossbach und Dennis Dressel.
mit Rosbach, mit Dressel, da ist er unzufrieden. Ja, was den Aufbau angeht, was die Spielsicherheit angeht, kaum Ballbesitz für den FC Hansa, kaum lange Ballbesitzphasen und der Ball dann, wie eben bei Jean-Patrick Strauß, auch immer wieder ganz schnell weg. Decke, der Strauß kriegt jetzt eine Sonderansprache von Uwe Ehlers. Und Jens Hertel bei der da mal versucht, durch die Mitte durchzugehen. Kann den Ball aber nicht behaupten. Wird auch hart angegangen. Also sehr nicklig auch dieses Spiel. Auch die Lübecker versuchen natürlich über eine gewisse Körperlichkeit hier die zwei Ligenunterschied da irgendwie wettzumachen. Aber ich habe auch letzte Woche im Volkssportstadion ein interessantes Gespräch geführt mit dem Kollegen Helm-Peter. Ja. Der dann meinte, also wir sind schon eine richtig schöne, ruppige Truppe. Und der Holländer da vorne drinne, das ist eine richtige Drecksau, hat er gesagt. Ja, das ist, ich sag mal, also John Pauk möchte man nicht im gegnerischen Team haben, ne? Also den würde man hassen. Deswegen freut man sich, dass andere ihn hassen dort, ja. Als Stürmer, der ist alles andere als einfach zu bespielen. So, Einwurf für Lübeck auf Höhe des Strafraums, der geht auch wieder weit rein an die Strafraumkante. Wird erstmal rausgeköpft, aber die Möglichkeit der Flanke, die kommt auch rein, wird nochmal abgelegt. Aber Hansa kann klären, aber Lübeck bleibt im Ballbesitz. Das Problem, was wir in Heidenheim hatten, das Problem, was wir in der ersten Halbzeit in Hamburg hatten, die zweiten Bälle, die landen beim Gegner. Da ist der FC Hansa nicht unbedingt wach. In dieser. Und wir werden bei uns einen Wechsel sehen. Das glaube ich auszumachen, weil sich ein Spieler dort seit 5 Minuten ganz, ganz intensiv warm macht hinter unserem Tor und zwar nicht mit anderen Wechselspielern zusammen. Ich würde auf die Entfernung vom Laufstil sagen, dass es Schumacher ist. Und der wurde extra nochmal hingeschickt, während alle anderen Spieler noch zurück sind. Jetzt aber über die linke Seite erstmal. Ah, Ingelsson kommt an dem Spieler, der an Tommy Gruppe nicht vorbei. Er will ihn dort narren, aber Tommy Gruppe kann noch den rechten Huf ausfahren, deswegen kommt Swante nicht vorbei. Schade. Ja, die Lübecker stehen da ganz gut hinten, verteidigen das weg, wenn was weg zu verteidigen ist und nach vorne hin sind sie aktuell gefährlicher als wir. Ja, Schumacher, wenn der kommen würde, das wäre ja so ein Kandidat für Jean-Patrick Strauß, ne? Strauß oder Fröhling, aber vermutlich irgendwie so wird es werden. Auf der linken Seite denke ich auch, gibt es das nächste Foul dort im Mittelfeld, wieder Freistoß für den VfB Lübeck. Sehr viele Defensivaktionen, die wir da jetzt bestehen müssen. Zum Glück der Freistoß so weit weg, dass wir das doch gut verteidigen können sollten, müssten. Zwei große Spieler haben wir zu verteidigen, Löden und Gruppe, die hinten dort sind. Der Rest sollte nicht so kopfballstark sein und Ryan Malone köpft ihn raus, aber vorher wird faul gepfiffen. John Verhoek wurde gefault. Freistoß in Höhe unserer Strafraumgrenze und diesmal für uns. Ja, vielleicht nehmen wir ja jetzt einfach mal so ein bisschen das Spiel in die Hand und gucken mal nach ein bisschen Ballbesitz, nach ein bisschen Aktion hier. Weil was bis jetzt gelaufen ist, ist meistens ein langer Hafer, irgendwie zwei Pässe, langer Hafer nach vorne, so ist es jetzt auch. Aber kaum mal die technische Überlegenheit da im Mittelfeld mal ausgespielt. Jetzt kann zumindest, ach nicht mal das, nicht mal das, der Ball auf Kai Pröger. Und ich habe gedacht, den hat er irgendwie so an den Lübecker rangeschossen, dass der jetzt zumindest einen Einwurf hat, aber Einwurf für den VfB. Also diese Geschichte da mit den langen Bällen, das funktioniert hier heute irgendwie noch gar nicht so gut. Sehr, also die Bälle sind auch nicht unbedingt gut gespielt.
Aber es waren nicht die, die wir mitgebracht haben, ne? Nein. Gut, dann, weil die, da hätte ein bisschen Luft gefehlt, da hätte ich das verstehen können, dass das so ist. Jetzt wieder der VfB Lübeck über die linke Seite und wieder wird ein Foul gepfiffen, diesmal Moritz Schröter, sein Gegenspieler ganz schnell ausgeführt, da war Moritz noch am Reklamieren und der Gegenspieler bringt den Ball schon zentral in die Mitte rein und Fröhling muss ihn doch jetzt bitte klären und erklärt ihn noch gut, das Svante Ingelsson holt, nimmt gleich erstmal Fahrt auf, Svante Ingelsson mit langen 7 Meilenstiefeln, an 2 Spielern vorbei, Svante Ingelsson auf der linken Seite, jetzt muss noch der tolle Pass in die Mitte kommen, der kommt ja auch, auf Simon Rein, nochmal ganz links raus, doch den kriegt er doch noch, der Prüger, den kriegt er noch auf Klonverhoek kann ihn nicht verwerten. Erster guter Angriff, aber Svante hätte ein bisschen früher spielen können, da war nämlich schon Verhoek in Position gelaufen. Dann war der Weg zu und dann hat er sich für den Ball zurück entschieden auf Rein. Rein hatte keine Schussmöglichkeit, flankte dann nochmal in den Strafraum, vorbei an Verhoek. Prüger kriegt ihn noch und spielt ihn nochmal scharf rein. Ja, so der Anflug einer Halbchance, würde ich mal sagen. Aber jetzt haben wir eine Riesenchance mit einem Rieseneinwurf, Richard. Guck mal. Ja, nu, der steht 15 Meter vor der Mittellinie. Also der war kurz. Und da war das Lübecker Publikum gerade auch überrascht. Kurzes Raunen, weil sie tatsächlich gedacht haben, der wirft ihn weit ein. Ja, Joachim! Jetzt! Oh. Torwartfehler da von Florian Kirschke. Oder gar nicht mal von Florian Kirschke, sondern von einem Abwehrspieler, der dem da den Ball aus den Händen rausköpft. Und dann wäre es fast die Möglichkeit gewesen für den FC Hansa Rostock, da Kapital draus zu schlagen. Aber nach dieser Trinkpause, die war für Hansa besser als für den VfB, so wie es jetzt erstmal den Anschein hat. Strauß über die linke Seite auf Fröhling. Fröhling im 1 gegen 1. Zieht jetzt nach innen, auf den rechten Fuß hat er den rein, kommt mit. Jetzt Ingelsson. Ingelsson mit der Flanke in Richtung John Verhoek. Kommt nicht an, zweiter Ball bei Rein. Dressel rausgelegt auf die rechte Seite. Das ist Moritz Schröter. Nächste Flanke. Zweiter Pfosten! Aber steht keiner in der Mitte. Da müsste doch schon Verhoek stehen. Der wurde aber vorher zu Boden gerissen und lag am Elfmeterpunkt. Eigentlich eine super Situation. Langer Ball von Moritz Schröter. Jean-Patrick Strauß legt in die Mitte zurück und keiner zum Verwerten da. Meinst du, er wollte in die Mitte zurücklegen oder war das ein Abschluss? Oh, habe ich doch im Training 1000 Mal gesehen. Genau das. Schröter auf Strauß, Strauß auf Verhoek, Verhoek Tor. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. So, jetzt sehen wir nochmal. Guck mal jetzt hier, Fröhling. Auch so eine Trainingsvariante Fröhling. Ja, da zieht er nach innen, genau wie im Training. Jetzt muss der Pass nach rechts rauskommen. Dort. Ja. Und jetzt Fröhling nicht vom Glück verfolgt heute. Ja, das ist aber nicht der Einzige bei uns, ne? Dennis Dressel, auch eben jetzt im Zurücklaufen, brüllt sich selber an quasi, ist auch mit sich unzufrieden. 30 Minuten 0-0. Wir kriegen so ein bisschen mehr Zugriff hier auf das Spiel, ohne jetzt, dass man sagen kann, wir sind besser. So, jetzt der Ball in unserer Hälfte gespielt, läuft aber an allen friedlich-freundlich durch, sodass Nils Körber ihn jetzt auf Dennis Dressel, der in der defensiven Mittelfeldposition dort steht, spielt. Links raus, wieder auf Jean-Patrick Strauß, den laufen sie wirklich, also die linke Seite laufen sie immer wieder an. Also richtig massiv werden dort Rosbach und vor allen Dingen Strauß bearbeitet, die haben sie quasi wie als Pressing-Opfer dort ausgesucht. Während dort Ryan Malone, den lassen sie eher in Ruhe, vielleicht so aus alter Kollegialität, sodass Ryan jetzt dort in die Mitte auf Simon Rein spielen kann, der nochmal zeigt, nee, Rossi, geh nicht hin, ich spiele den Ball zentral jetzt auf Nils Fröhling, der mal ein paar kleine Erfolgserlebnisse hier jetzt braucht. Und Dennis Dressel, ja, sucht die Anspielstation links raus auf Simon Rein, der immer noch an der Mittellinie ist, raus auf Strauß und jetzt müsste der öffnende Pass in die Mitte kommen. Kommt er auch, aber da ist keiner. Ja. Das ist alles noch nichts Gutes, was da in Richtung Tor vom VfB passiert. Vom FC Hansa Rostock. Das Offensivspiel lässt noch sehr zu wünschen übrig. Und ja, Anna Arnik, der hat das jetzt gezeigt, dass er sehr kleinlich pfeift und auch kleinere Zweikämpfe abpfeift. Da richtet sich Dressel jetzt nochmal auf. Jetzt kommt aber die Flanke erstmal vom VfB Lübeck in den Strafraum. Wieder geklärt erstmal von Kai Tröger, aber zweiter Ball, da stehen sie einfach nicht gut. Zweiter Ball jetzt beim VfB, Schussversuch abgeblockt, Hand gefordert, aber war noch weit außerhalb des Strafraums und der Schiedsrichter stand daneben, also weit und breit kein Handspiel gesehen. Jens Hertel ist hier kurz vorm Ausflippen. Ja, kannst ja auch nicht zufrieden sein. 32 Minuten gespielt und der gastgebende Verein ist der bessere. Jetzt aber der Ball schön zentral abgefangen von Ingelsson. Fröhling hat keine Anspielstation, muss warten. Die Laufwege. Ganz, ganz beschissene Laufwege. Da erobert einer den Ball und dann stehen sie alle auf der gleichen Seite. Da ist kein Platz. Und jetzt kommen die Lübecker über die linke Seite.
Den kriegt er auch noch. Nee, den kriegt er nicht mehr. Aber sah gefährlicher aus als das meiste, was wir bisher gemacht haben. Die kaufen uns halt den Schneid ab, gerade in den Zweikämpfen. Den kriegt er aus dem Grund nicht mehr, weil wieder ein Hanseat im letzten Moment vor der Flanke dabei war. Und es gibt den zweiten Eckball für den VfB Lübeck. Diesmal von der gegenüberliegenden Seite. Das ist... Viel Anlauf hat man hier nicht bei den Ecken und Einwürfen, nee, ne? Nee. Da das kannst du zwei Meter laufen, aber das ist nicht für die Weitschützen gedacht dort. Eckball jetzt von der rechten Seite, wird auf den ersten Pfosten gebracht. Oh, zum Glück rausgeklärt. Kommt wieder in den Strafraum rein und von Ryan Malone, der lange Hafer nach vorne. Wieder der zweite Ball bei den Lübeckern. Tommy Gruppe schießt ihn nochmal nach vorne und Patrick Strauß schießt ihn mal einfach humorlos auf die Tribüne. Das wird aber noch ein dickes Brett hier, Richard. Das sieht so aus. 33,5 Minuten gespielt. Kevin Schumacher läuft sich nach wie vor dem Gästeblock warm. Vielleicht als Drohung für Strauß oder Fröhling. Ja. Nach dem Motto, gib Gas. Ich habe hier einen draußen, der hat es auf Hamburg schon bewiesen. Jetzt gibt es wieder den langen Einwurf von Kölle. Aber wie Arvid schon gesagt hat, der geht eher hoch. Malone ist ja der Herr der flachen Einwürfe. Kam er bisher noch nicht viel zu, ne? Einen kurzen Einwurf konnte er machen. Der Ball in der Lübecker Hälfte beim Torhüter Kirschke, der mit einem langen Schlag nach vorne. Und irgendwie ist alles, was Lübeck nach vorne macht, gefährlich. Aber ich kann dir genau sagen, was das für ein Spiel wird, Richard. Ich habe es vor Augen. Es wird ein Spiel, wo wir nach so und so vielen Minuten sagen, scheiße, unverdient gewonnen. Aber nächste Woche spricht keiner mehr drüber. Wo wir irgend so eine Murmel beim anderen reinmurmeln. Und aber stell dir mal vor, das passiert so, dann können wir zufrieden sein. Und stell dir vor, du bist Fan des Hamburger Sportvereins. Die liegen gerade 0-1 in Bayreuth zurück. Oh, haben wir die so angeknackst? Psychologisch? Sieht so aus. Eieieiei. Was das für Auswirkungen hat, wenn man mal gegen Hansa Rostock verliert. Wobei, du hast ja gesehen, auch St. Pauli hing am Haken und ist aber nochmal runtergeschlüpft. Ja, ne? In der 90. Minute. So, jetzt Strauß. Mal im 1 gegen 1 in der Offensive. Gegen zwei Leute kann er sich da durchsetzen. Wird dann gefault. Und dann gibt es jetzt auch den ersten gelben Karton für die Mannschaft des VfB Lübeck. Das ist Marius Hauptmann. Schon gesehen, schon drüber gelästert. Ich kriege gerade von der Regie gesagt, dass der HSV zurückliegt. Ich sage, wir haben gerade schon drüber gelästert. Alles ja, gut. Ich hoffe, dass keiner über uns bald lästern muss hier. Jetzt müssen wir erstmal diesen Freischuss hier mitnehmen. Moritz Schröter steht da auch mit bei, aber Simon Rein wird sich das nicht nehmen lassen. Nicht mit seinem linken Huf, der wird so richtig schön reingezwiebelt sein. Damian Rosbach, Ryan Malone und John Verhoek stehen dort an der zweiten Strafraumgrenze. Sie werden gleich so ein bisschen ausschwärmen und es wird ein ganz langer Ball, ein ganz langer Ball auf den zweiten Pfosten. John Verhoek kommt da zum Tor! Kopfball und es war nicht das Tor. Er ist knapp daneben gegangen. Aber du siehst, das ist dieser eine Moment, wenn John Verhoek in der Luft steht. Ich hätte jetzt fast noch gesagt, da war noch ein Lübecker dazwischen. Jetzt hätte er eigentlich Eckball geben müssen. Aber ja. Da stand der Johnny in der Luft, legt ihn in die lange Ecke. Und dann wird es ganz schnell eng. Das muss ja einfach auch die Qualität sein. Du musst ja hier nicht brillieren und so wie gestern Karlsruhe dann da 8 Hütten machen. Ja, so wie Heidenheim bei uns, ne? Einfach die Qualität haben, diese von den ein oder zwei Chancen eine zu machen und den Respekt zu verteidigen. Jetzt muss es aber Eckball geben. Nee, jetzt muss Freistoß Lübeck. Stürmerfoul. Stürmerfoul. Beide hingefallen da. Also Kevin Schumacher ist mit am meisten gelaufen bisher hier auf dem Platz, muss man sagen. Also der ist von Eckfahne bis zum Pfosten. Eckfahne, Pfosten. Das müssten wir eigentlich mal beim DFB, bei der DFL mal anfragen, ob die auch die Aufwärmleistung und die Kilometerlaufleistung mit einrechnen. Ja, das stimmt. Du hast ja einen Brustgurt, weil also wenn nachher Schumacher seine 10 Kilometer hat, obwohl er erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, dann sagt man absolut Respekt. Aber wenn er sowieso läuft, kann er ja rüber nochmal, da sind ja ein paar Supermärkte, kann er nochmal ein paar frische Bier holen. Dann hat er auch gleich ein bisschen Krafttraining. Also Richard, im Chat wird jetzt hier langsam das Tor gefordert für den FC Hansa Rostock. Es wird gesagt, wir wollen jetzt das Tor. Also wir sind ja bei euch.
Aber so viele Chancen zum Torschrei, zum halben Ansatz gab es noch nicht. Also ich habe gerade Eistorte gelesen, damit könnte ich auch... ja, Tor oder Eistorte oder beides. Mit Eistorte könnte ich auch leben hier. Hier oben unter dem Dach, besonders kalt ist es nicht. Auf der Hintour, Richard auf der Rückbank ohne Klimaanlage. Ja. Also ihr wisst, er ist schon einmal durchgebrutzelt. Insofern wollen wir jetzt doch mal ein bisschen was zur Abkühlung des Heimpublikums hier beitragen. John Verhoek mit der Brust auf Svante Ingelsson. Svante Ingelsson kann den Ball aber nicht ganz festmachen, wird nach vorne geschlagen. Und zum Glück Moritz Schröder da zusammen mit Simon Rein. Der holt sich den Ball. Simon Rein, dort schöne Ballkontrolle über rechts jetzt. Jetzt ist er natürlich als Linksfuß, kappt er nochmal ab. Jetzt kommt der Ball mit links, spielt er ihn weit rein. Nee, er sucht nicht diesen Ball nach vorne, weil John Verhoek dort in der Abseitsposition steht. Jetzt Dressel nochmal zurück über Damian Rosbach. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Zeit, den Ball laufen zu lassen. Jetzt wird aber an der Mittellinie raus. Das war viel zu lässig. Viel zu lässig, wie er dort den Ball hergegeben hat. Und Jens Hertel meckert. Aber er meckerte gar nicht vorne mit Strauß, sondern rief was in Richtung John Verhoek. Da möchte er noch was anderes sehen. Stubbi schreibt gerade, wir wollen endlich das Tor, um anzustoßen. Stubbi, wenn du was zum Anstoßen brauchst, dann empfehle ich das Facebook Run DFB-Pokal Trinkspiel. Da habt ihr auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier ein paar Shots wegzuhauen. Wir haben jetzt gleich eine gute Möglichkeit, Rechert, über rechts, nämlich über Moritz Schröder, der da durchzieht. Der durchzieht, sein Gegner. Das war ja eine Mütze, noch eine Mütze. Und jetzt legt er nochmal zurück auf Simon Rein. Jetzt mit links, schön auf den zweiten Pfosten. Muss mir gleich nochmal erzählen, was eine Mütze ist. Durch die Beine geschossen, so, das Gegenspiel. Das heißt Mütze. Ja, Mütze, Pudel, was weiß ich. Hast du das gerade erfunden? Nein. Ich höre das öfter mal, dass die Spieler im Trainingslager, wo man ja dicht dran sein durfte, wenn die dann einem gefeiert haben, wenn sie dem anderen eine Mütze geschossen haben, wie auch immer. So, jetzt pressen wir vorne mal ein bisschen. Der Ball deswegen unkontrolliert nach vorne gestanden. Damian Rosbach konnte ihn abfangen. Simon Rein auf Ryan Malone. Der wird jetzt angelaufen, Rein. Oh, aber Rein, so robust. Der macht sich gut. Schöner Pass dort auf John Verhoek. Doppelpass mit Simon Rein. John Verhoek an der Strafraumgrenze. John Verhoek schießt seinen Gegenspieler an. Na, vom Glück verfolgt ist er nicht. Und Jean-Patrick Strauß hat das Foul gezogen. War auch nicht so eine souveräne Aktion von den beiden da von uns. Tja, also es wird der Pokalbreier gefordert. Ja, Pokalbreier oder Hinterseher. Ich sage ja, der Hinterseher wird hier an alte Stärke anknüpfen. Oder der Volksparkschule. Nee, also Hinterseher, ich sage, 10 Tore die Saison macht er. Ja, wir sprechen uns am Ende der Saison wieder. Das ist ein richtig guter Mann. Man wird nicht einfach so umsonst Torschützenkönig in der zweiten Liga. Der Junge hat es bewiesen. Ist aber auch eher gar nicht so das Pendant zu John Verhoek, der da vorne drin steht, sondern einer, der sehr viel Laufarbeit macht und extrem gut gegen den Ball arbeitet. Also das von den Statistiken her ein richtig, richtig taffer Arbeiter und deswegen natürlich auch von Jens Hertel so ein geliebter Spielertyp, den er da hat. Und jetzt haben wir eine Einwurfsituation und das ist doch eine gemalte Einwurfsituation für Ryan Malone. Sowohl die Gästefans als auch das Heimpublikum fordern Ryan Malone. Sie wollen sehen. Ryan Malone, Fußballgott, verehrt und begehrt, auch hier in Lübeck. Und er weiß, von dieser Seite hat er ein bisschen mehr Anlauf. Er schiebt die Bande zur Seite, er schiebt den Balljungen zur Seite. Das Mikrofon ist auch weg. Alles ist weg und Richard, jetzt 50 Meter Einwurf. Jetzt geht's los. 50 Meter Einwurf auf. Der fliegt bis an den Fünfer auf den Kopf von Tommy Gruppe. So, zweiter Versuch. Malone, der jetzt über die linke Seite will, vielleicht flanken, wird da aber von Kölle. Ah, das ist jetzt aber sehr kleinlich hier. Also ganz normaler Zweikampf. Pfeift Arne Arnig ab. Freistoß für Lübeck. Also Lübeck hat sowieso den Ball gewonnen. Und dann pfeift er noch Freistoß. So, ja. 10 Tore Hinterseher. Wenn nicht, passiert was? Nee, wir brauchen mir gar keinen Gedanken machen, weil das wird passieren. Kommt Wetteinsatz hier. Er muss ja auch natürlich aber seine Chance auch kriegen von Jens Hertel. Ne? Die erarbeitet er sich ja selbst. Die kriegt er heute auch. Also es wird, der Fußball schreibt ja immer diese komischen Geschichten. Jetzt Nils Fröhling dort, der ist in dieser Geschichte noch nicht Teil, sondern es wird die Geschichte von Hinterseher werden. Hinterseher wird kommen, wird sein erstes Pflichtspiel hier machen, wird treffen und alle werden sagen, gut gemacht, Pike. Hast du wieder wirklich einen rausgezaubert, aber jetzt zaubert dort der VfB Lübeck über die linke Seite. Der Mann mit der Nummer 7 spielt ihn zurück und
Sie liegt in der Flankenposition. Die Flanke kommt rein. Weit, aber mit der Brust zu Körper geklärt. Körper ganz schnell auf Nils Frühling. Und der hat erstmal ein bisschen Platz vor sich. Nur ein Gegenspieler vor sich. Traut er sich den zu? Traut er sich den 1 gegen 1 zu? Nein, traut er sich nicht. Ball wird zurückgespielt auf Damian Rosbach. Damian Rosbach zu Körper. Körper raus zu Meloni. Ja, das Spiel breit machen. Genauso. Ich glaube, das meinte Jens Hertel auch. Da geht es jetzt auf die andere Seite. Moritz Schröter wieder zurück zu Ryan Malone. Also jetzt ziehen wir das ganze Ding mal so ein bisschen auseinander, damit wir auch wirklich mal vorne durchkommen. Und jetzt muss irgendwie mal so ein Steckpass, so ein öffnender Ball kommen. Jetzt kommt der lange Ball an der Seitenlinie vorbei. An der Seitenlinie vorbei, aber von der falschen Seite. Tja. 43 Minuten sind rum. Also ganz ehrlich, die soll mal in die Kabine gehen, ein bisschen kalt duschen und dann hier mal frisch rauskommen, weil hier ist so richtig, ist hier gar keiner auf dem Platz von unseren Jungs. Und aber wie gesagt, es macht sich nur Kevin Schumacher warm, wobei der jetzt seine Aufwärmbemühungen etwas eingestellt hat, weil er sieht 44. Minute, da brauche ich nicht mehr so viel Gas geben da hinten, ne? Aber der wird mit Sicherheit kommen. Also Jens Hertel hier auf der linken Seite, kann er mit der Leistung nicht ganz so zufrieden sein. Jetzt Svante Ingelsson, langer Ball an der Seitenlinie vorbei, also aber den Spruch bringe ich heute glaube ich noch 1000 Mal, ja, wieder vorbei. Du sagst, er kann auf der linken Seite nicht zufrieden sein, also auf der linken Seite kann er ja nur nicht zufrieden sein, weil da am meisten Bewegung ist. Auf der rechten Seite passiert gar nichts. Über rechts ist noch gar kein Angriff gekommen. Ja, vielleicht mahnt das der Trainer ja an nachher und sagt, spielt mal über rechts, Leute. Das ist so eine richtige ICE-Schlafwagenabteilung-Veranstaltung hier vom FC Hansa. So, vielleicht wecken wir ja vor der Halbzeit nochmal die Leute im Schlafwagenabteil auf hier. Jetzt Frühling, ja, bearbeitet seinen Gegenspieler so. Das ja, kann doch das kein Foul sein, Alter. Die falsche Champions League, Junge. Das aber ist doch nicht möglich, ey. Aber in der Champions League pfeift man das. Ja. Das war ein Foulchen und jetzt über rechts Pröger, schön dort, wie er in seiner Kampfesmanier dort den Ball erobert hat. Jetzt geht er mit ganz schnellen Schritten, kappt den ersten aus, legt zurück auf den zweiten. Jetzt Schröter mit der Flanke, die kommt nicht an. Der zweite Ball aber bei Dressel, nein, der lässt schön durch auf Simon Rein. Simon Rein hat alle Zeit der Welt, legt ihn nochmal rechts raus. Jetzt die nächste Flanke von Schröter, jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Fortune. Schön, wie er außen vorbeizieht, kommt die Flanke hinein auf den Kopf und hoch, auf den Kopf und hoch, an die Latte, mustergültig herausgespielt, wie Schröter dort antritt, an seinem Gegenspieler vorbeizieht, die Flanke perfekt auf den Kopf von John Verhoek setzt und John Verhoek setzt den Ball an die Latte. Ja, das war die richtig dicke Möglichkeit, um hier in der ersten Halbzeit das Spiel so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Aber du siehst, wir können es doch noch, Richard. Also ihr sagt gerade im Chat, ihr hört unsere Fans nicht, sie sind aber sehr laut da, sie klatschen und applaudieren. Wir sitzen nur sehr weit in der Lübecker Kurve, das ist das Problem. Entsprechend vielleicht der Sound hier aus dem Gästeblock nicht ganz so stark, wie er letzte Woche im Volkspark gescheitert. Spiel ist gerade in der Höhe des Mittelfeldes unterwegs. Tommy Gruppe hat da jetzt den Ball. Applaus gibt es hier von der Haupttribüne, weil die Lübecker die Situation geholt haben. Aber jetzt holen wir erstmal den Ball. Schröter ist es. Im 1 gegen 1 kann den Ball gut behaupten. Da ist John Verhoek weit mit da hinten gerückt, der gerade dieses 1:0 auf dem Kopf hatte. Das haben jetzt, sich doch für jetzt aufgehoben, jetzt, für die 46. Richard. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für den FC Hansa. Auf der anderen Seite gibt es jetzt nämlich den Einwurf, da ist nicht so viel Anlaufmöglichkeit. Deswegen wahrscheinlich kurz, nein, Ryan Malone kommt angelaufen. Also Schiri hat noch nichts angezeigt, was die Nachspielzeit angeht. Wir hatten auf jeden Fall eine Verletzungsunterbrechung und die Trinkpause. Also ein, zwei Minuten wird es hier geben. Ryan Malone, der jetzt mit dem kurzen Einwurf auf Moritz Schröter. Schröter, der jetzt im 1 gegen 1 bringt die Flanke auch rein, aber direkt auf die Fäuste von Florian Kirschke, dem Torhüter des VfB Lübeck. Zweiter Ball diesmal beim FC Hansa Rostock. Dressel ist es da. Alle Rostocker Feldspieler in der Hälfte des VfB Lübeck. Flanke jetzt auf Ingelsson, der ist an der Strafraumkante, kann den Ball aber nicht behaupten. Und es gibt natürlich, und noch mal Geld. Wie nach jedem Zweikampf hier, gibt es Geld von Arne Arnig. Oder zumindest Freistoß.
Halbzeit. Und jetzt ist Pause. Ja, da starten wir mal drüber und dann sind wir gleich wieder für euch da. Hansa forever, für alle Zeit.
An der baltischen Küste, da bist du zu Haus. Im Innern des Landes hältst du es nicht aus. Der Strand an der Ostsee, das ist dein Revier. Dein Segelboot trägt dich ab in Stärke 4. Doch zweimal im Monat, da zieht es dich fort. Da gehst du in Zügen und Bussen an Bord. Mit Hansa geht's aus, fährst du, bist immer dabei. Mit den Jungs und im Chor, da fühlst du dich frei. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, hier und there. Schwere See schaust du an und hoffst, dass es anders wird irgendwann. Dass es aufgeht mit Hansa, mit deinem Verein. Es darf dann auch mal europäisch sein. Der Gegner im UEFA Cup kommt hoffentlich dann aus einer Hafenstadt. Dann geht es mit Schiffen und Boden dorthin. Für Flugzeug und Auto, da fehlt uns der Sinn. Hansa Rostock, hier und dort. Mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, here and there. Hansa Rostock. Fische, doch ne Gruppe, so sieht man nicht meistens auf Reisen gehen. Dann wird's Banner zum Segel, der Bus wird zum Boot, das Bier zum Sextanten, die Bude zum Lot. Hansa Rostock, hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock, Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Hansa Rostock here and dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Alles probiert, Schach und Eishockey. Beim Eiskunstlaufen haben wir uns blamiert, dann kam uns ne Idee. Wir kauften uns ein paar Fußballschuh für 23 Mark. Jetzt rackern wir im Fitnessraum und joggen durch den Park. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein,
der heißt FC Hansa. Und da wollen wir rein. Wir hatten Termin beim Präsidenten, waren vorher beim Friseur. Wir haben uns von Bier und Wein getrennt, das fiel uns wirklich schwer. Jetzt sind wir richtig durchtrainiert und fühlen uns riesengroß. Heute wird der Gegner abserviert und jetzt geht's los. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein. Der heißt FC Hansa und da wollen wir rein. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein. Der heißt FC Hansa und da wollen wir rein. Tja, vielleicht im nächsten Jahr sind wir wieder da. Denn auf die Dauer ist doch klar, braucht uns der FCH. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee. Tue, Tue! Das ist ein Fußballverein. Ah, das war doch unser Tue. Der heißt FC Hansa. Gib doch mal ab. Und da wollen wir rein. Was? Hier gebe ich nichts. Ich komme jetzt über die Flügel. Ostsee. Aber nicht so schnell. Ich kann ihn doch gar nicht sehen. Gib ab, gib ab. Paul, ich krieg nix. Auswechseln, auswechseln. Was ist denn für ein Ball? Verlängerung. Aber höchstens 5 Meter. Hansa Rostock. Ein Wechsel hat es gegeben, eben gerade. Nils Fröhling ist in der Kabine geblieben und für ihn neu im Spiel Haris Duljevic. Ehrlich gesagt, Avid,
da hätte man noch ein paar mehr Wechsel machen können. Ne? Also ich kann mir nur vorstellen, dass Kevin Schumacher auch noch kommt auf der Linksverteidigerposition. So wie es in Hamburg auch war. Das hat er da natürlich sensationell gemacht. Wisst ihr alle, brauche ich nicht 3000 Mal wiederholen. Insofern vermute ich, dass wir auch dort noch einen Wechsel sehen werden. Und wir werden auch irgendwie den Lukas Hinterseher noch sehen. Also wir holen uns doch nicht eine wirkliche, so einen guten Spieler, damit er auf der Bank versauert. Jetzt Moritz Schröder, schön, wie er dort Verona Polido ausgetanzt hat, im Weg nach vorne gesucht hat. Wir gehen jetzt wieder zurück. Langer Ball von Ryan Malone links raus, nimmt gleich mal den Haris Duljevic mit. Und es soll aus gewesen sein. Einwurf Lübeck. Ja, unsere treuen 2800 Hörer hier, gibt uns mal ein Zeichen, gerne, ob wir gut und klar zu verstehen sind. Im Chat ganz gerne. Ich verstehe dich gut und laut. Ja, das hat mit dir, aber nicht. Das hat mit dir nichts zu tun. Ich habe auch keine Ahnung von Technik. Ich wollte nur die Rückmeldung geben. Ja, wunderbar. So, ne? Kurze Rückmeldung gerne genommen hier. Denn wie gesagt, es gab ein paar Internetprobleme hier in Lübeck an der Lohmühle in der Pause. Hansa jetzt auf dem Weg nach vorne. Und auch das pfeift er. Foul an Moritz Schröter. Für mich nichts. War aber ein eindeutiger, das klarste Foul im ganzen Spiel bisher hier. Dass er da nicht gelb kriegt. Ja, geht jetzt auch mal beruhigend zu Manuel Verona Polido. Der ist ja auch so ein Highsporn und sagt, komm, jetzt wird hier nicht gemeckert mit meinem Schiedsrichterassistenten. Ansonsten gibt es gleich nochmal einen netten Karton. Auf jeden Fall gibt es eine wunderbare Freischusssituation. Simon Rein geht... Du doch immer so herrlich. Ne? Der Ball ist 800 Meter vom Tor weg. Aber wenn es jetzt ein Tor wird, war es eine wunderbare Freischusssituation. So, und Morris darf nämlich jetzt mit dem rechten Fuß, spielt er ihn perfekt dort in die Mitte. Perfekt. Und der zweite Ball bei Dressel. Und er trifft ihn nicht ganz so richtig. Ansonsten wäre es eine wunderbare Freistoßsituation geworden. Aber der Torwart kann den Ball einfach rauspflücken. Aber wir sind jetzt präsenter. Guck mal, wie wir da vorne giftig anlaufen. Dort die Gegenspieler. Und wir kriegen wiederum den Einwurf dazu gesprochen. Jetzt machen wir das, was die Lübecker in der ersten Halbzeit mit uns gemacht haben. Nämlich wirklich giftig vorne drauf pressen. Vielleicht war das ja auch so die Taktik in der ersten Halbzeit, den Gegner so ein bisschen einlullen, um in der zweiten Halbzeit dann zuzuschlagen. Wie zum Beispiel mit diesem kurzen Einwurf dort von Ryan Malone. Der macht heute viele kurze Einwürfe. Jetzt der Ball raus zu Schröter. Schröter bringt den Ball über die Seitenlinie, wieder Einwurf von Ryan Malone. Ryan Malone diesmal weit in die Mitte auf Damian Rosbach und rechts raus. Da rutscht der Ball aber leider an allen vorbei. Und diesmal gibt es dann Einwurf für die Lübecker. Während der Gästeblock, muss man sagen, alle in blau, jetzt ist alle in nackig, angesagt. Ja, und es startet der Wechselgesang. Es sind zwei Auswärtsblöcke da durch einen Zaun getrennt. Und jetzt geht's hier wieder los mit Schalalalalala, Schalalalalala. In den Blöcken getrennt, im Gesang vereint. Ja, definitiv. In der Nackigkeit noch nicht. Oh, da gibt es Freistoß, ganz klar. Weil der rechte Block hat noch, die haben die blauen Hemden noch an. Ja, die sind auch im Schatten. Ja. Ne? Also 1, 2, 3 Oberkörper frei machst du nur, wenn es in der Sonne ist, damit du nach Hause kommst und sagst, du, war ein schönes Auswärtsspiel. Okay, ich korrigiere, war ein Auswärtsspiel. Ich habe noch ein bisschen in der Sonne braun geworden. Jetzt über linke Seite. Duljevic, stoppt mit Ingelsson. Ingelsson bringt den Ball in die Mitte. Und der war ein Tick zu steil auf den Torwart geschossen, der ihn dort vor John Verhoek wegpflücken kann. Ja, aber die ein, zwei Situationen, die gefallen mir jetzt hier schon besser als vieles in der ersten Halbzeit. Also wir kommen zumindest deutlich dynamischer aus der Kabine. Könnte sein, dass es da etwas lauter geworden ist. Ja, jetzt Hertel streitet ja sowas immer ab. Er wird ja nicht laut. Tatsächlich ist ja von den Trainern dann Ronny Thielemann eher derjenige, der da mal ein bisschen Feuer gibt. Heißsporn ja früher auch als defensiver Mittelfeldspieler gewesen. Stubi hatte hier im Chat die Frage, ob es dann wirklich das Spiel auf den Kopf stellen würde, ob Hansa wirklich so schlecht ist, dass wenn sie ein Tor machen würden, der Spielverlauf vollkommen auf den Kopf gestellt wäre. Das will ich jetzt verneinen, dem ist nicht so. Sie haben sich einfach neutralisiert, die beiden Mannschaften. Die ersten 15 Minuten gehörten, glaube ich, dem VfB Lübeck. Da brauchen wir, glaube ich, nichts gegen sagen. Aber die zweiten 15 Minuten und die dritten auch waren dann eher so neutral hier von beiden Mannschaften. Und dann muss man natürlich sagen... Nein. Hatte Hansa die besseren Chancen. Jetzt ein langer Ball da in Richtung Trinkgut. Der bringt ihn auch nochmal rein, aber da ist kein Lübecker, der den verarbeiten kann. Ball geht nochmal raus auf die rechte Seite. Da wird gekämpft, da wird gefightet, aber am Ende gibt es Einwurf für den FC Hansa Rostock.
Mir macht ein bisschen Sorgen, dass ihr... Nee, wir sind zu hören. Ich habe schon einmal nachgefragt. Okay. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass hier keiner mehr chattet. Vielleicht hast du ja den Chat kaputt gemacht. Ja, bestimmt. Weißt du, einmal an und aus, aber den Chat irgendwie ausgeschaltet. Ja. Aber sofern wir die Rückmeldung kriegen, dass wir online sind und zu hören sind, hier per Nachricht, traue ich mal den treuen Fanradio-Hörern hier, dass das dann auch wirklich so ist. Ihr habt auch noch nichts verpasst, wenn ihr jetzt erst von eurer Halbzeit-Bratwurst zu Hause wiederkommt, außer dass der FC Hansa Rostock ein bisschen besser im Spiel ist. Haris Duljevic ist auch ins Spiel gekommen, über links. Jetzt sieht man ihn, wie er dort dribbelt. Vielleicht ist er genau deswegen gekommen, damit er den Spieler auskappt dort, austanzt. Und dann setzt er zum Schuss an. Aber er schießt den anderen Gegenspieler an. Aber das ist ja die Qualität des Haris Duljevic, dass er im 1 gegen 1, ach was sage ich, im 1 gegen 2 oder im 1 gegen 3 auch mal vorbeikommen kann. Wenn er dann noch treffen würde. Ich wollte gerade sagen, was ihm da fehlt, ist der Abschluss. Aber wir kriegen dadurch einen schönen Einwurf vorne. Ja, aber von der Seite ist schlecht, weil da kann Ryan Malone nicht so einlaufen. Ach, der haut einfach da die Targobank-Bande zur Seite. Aber es sieht wieder nach kurz aus. Ja, ist ja fast enttäuschend, diese kurzen Einwürfe. Weil er nicht anlaufen kann. Jetzt mal mit einer Flanke, aber die landet auf dem Tor. Aber zumindest zappelt das Netz, Richard. Ja. Wir müssen uns auch mal an solchen Kleinigkeiten freuen. Lattenkopfball von John Verhoek, Ende der ersten Halbzeit und zappelndes Netz von Ryan Malone, auch wenn es nur das Obernetz ist. Und guck mal, wie wir jetzt pressen da vorne. Guck mal, wie wir sie jetzt pressen. Und den Ball auch dort erobern über Simon Rein und über Moritz Schröter. Haris Duljevic prallt er jetzt leider so ein bisschen vom Schienbein weg, sodass Drinkgut ihn dort vorne versucht festzumachen, kriegt er aber nicht. Dressel zurück auf Rosbach. Ja, zumindest haben wir jetzt hier mehr Ballbesitz und reißen das Spiel zumindest etwas subjektiv betrachtet hier an uns ran. Pröger zusammen mit Schröter und Verhoek. Jetzt kommt der lange Ball von Schröter, aber der war nicht gut getimt. Der war nicht zwischen so ein Durchsteckpass, aber genauso schlecht der Pass der Lübecker jetzt, sodass wir über links, über Duljevic. Duljevic kommt an seinem Gegenspieler vorbei, ist an der Eckfahne, kappt ihn nochmal zur anderen Seite aus. Duljevic, jetzt muss die Flanke kommen. Nein, nochmal der Dribbler jetzt zentral. Reinhardt auf Simon Rein. Simon Rein in den Strafraum. Dressel schießt und wird abgeblockt. Ecke. Erster Eckball für unsere Jungs, davor der Gäste gerade. Und ich finde, jetzt müsste man sie eigentlich hören, weil jetzt ist im Stadion ja eigentlich gar nichts anderes zu hören. Und jetzt hat auch der Schattenblock die blauen Hemden weggeworfen. Eckball für den FC Hansa Rostock. Das macht Simon Rein. Moritz Schröter steht da noch kurz. Rein hebt den rechten Arm. Vier Schritte Anlauf. Ball geht an den Fünfer auf den Kopf von Verhoek. Erstmal raus. Dressel hat vielleicht eine Möglichkeit nochmal rausgelegt auf Kai Pröger, nochmal Kai Pröger, der den da heiß machen kann. Und dann haben die Lübecker aber die Situation geklärt und können vielleicht kontern. Aber nein, da ist John-Patrick Strauß dazwischen. Unglückliche erste Halbzeit, aber er steigert sich. Jetzt auch schon gelb vorbelastet, muss man natürlich aufpassen. Wenn du sowieso einen Tag hast, wo es nicht so läuft, dass du dir da nicht unglücklich eine rote Karte holst. Kai Pröger mit einer schönen Balleroberung. Und dann ist aber ein Lübecker noch dazwischen. Und klärt zur Ecke. Also beim Eckenverhältnis haben wir zumindest mal ausgeglichen. 2-2, Ecke jetzt von der anderen Seite. Und das wird wieder Simon Rein machen. Aber auch Schröter steht da wieder. Kurz oder Rein, so wie eben, in den Strafraum. Und es wird wahrscheinlich Rein in den Strafraum. Er hebt wieder den rechten Arm, linker Fuß. Nee, kurz diesmal. Moritz Schröter wieder auf Rein, Doppelpass, jetzt mit der Flanke, zweiter Pfosten. Und Lübeck kann das Ding erstmal klären. Simon Rein setzt nach, wunderbare Präsenz jetzt vom FC Hansa Rostock da in der Hälfte des VfB. Rein und Strauß jetzt auf Höhe der Mittellinie unterwegs. Strauß als letzter Mann ist natürlich, habe ich schon so ein paar Sorgenfalten dann da, aber wir machen nach vorne hin über Pröger jetzt so richtig. Dampf, Pröger schießt doch aus der zweiten Reihe, aber doch hat noch ein Gegenspieler angeschossen. Die nächste Ecke, diesmal jetzt wieder von der anderen Seite dort, wo die Lübecker sich warm machen. Da müssen wir also die jetzt mal so ein bisschen zur Seite bitten, damit wir diese Ecke dort schießen können, wobei Simon Rein ja mit dem linken Fuß von der anderen Seite aus anlaufen würde. Wieder geht Moritz Schröter zur kurzen Ecke mit dorthin, jetzt hier nach 55 gespielten Minuten und die ersten 10 Minuten hier in der zweiten Halbzeit, die gehören eindeutig dem FC Hansa Rostock. Also wir sind deutlich präsenter, deutlich besser im Spiel. Ja, Simon Rein geht weg. Moritz Schröter will ihn mit rechts jetzt schießen, den Ball. Moritz Schröter, wen sucht er sich denn dort? Scheißegal, wenn er sich sucht. Hauptsache die Kugel zappelt gleich im Netz, geht mitten rein. Damian Rossmann kommt nicht ran. Und der zweite
Ball wird abgefangen von Haris Duljevic. Haris Duljevic wieder auf Pröger. Pröger über rechts raus und der Schiedsrichter unterbricht. Der unterbricht wegen Abseits und nicht wegen grünem Rauch. Und aus dem Heimblock kommen jetzt ein paar mehr Pyros. Oder Pyros, wie man bei uns so gerne sagt. Ne? Oder Gyros. Oder manchmal auch Kyros. Auf jeden Fall grüner Rauch aus der Fangraden hier des VfB Lübeck. Und jetzt ist das Spiel erstmal unterbrochen, weil da kommt ziemlich viel Rauch. Du hattest ja vorhin noch vermutet, dass das tendenziell auf der anderen Seite passieren könnte. Aber auch der VfB, der ist nicht so oft unterwegs im Live-Fußball. Alle DFB-Pokalspiele werden ja live übertragen vom großen Sender mit den drei Buchstaben. Aber der Schiedsrichter macht das clever, Richard. Er macht jetzt, legt die Trinkpause in die Pyropause. Das ist wirklich gut. Jetzt natürlich die Frage, ob er in der 70. dann wieder abpfeift, weil sie alle Durst haben. Also du, der macht da alle 10 Minuten mal Trinkpause. Ja. Aber das ist wirklich ein fairer Schiedsrichter, der das nicht in den Spielberichtsbogen dann aufnimmt. Ja, sondern sagt, das war doch die Trinkpause. Genau, so siehst du aus. So siehst du aus. Also ich finde, Herr Arnig macht das sehr souverän. Ja. Ne, guckt hin, sieht den grünen Rauch und sagt, alle mal trinken. Weil er muss ja auch unseren Torhüter schützen, Nils Körber. Nicht, dass der da gleich den ganzen Rauch in die Augen kriegt und deswegen das Spiel irgendwie abgebrochen wird oder so. Weißt du, es gibt ja Torhüter, die da durchaus empfindlich reagieren können. Klaus Komforte zum Beispiel. So, Nils Körber sagt, da fliegt was in seine Richtung. Er möchte nicht mehr dort in seinem Tor stehen. Aber der Schiedsrichter sagt, das ist mir egal, du gehst bitte zurück in dein Tor. Aber da liegt auch was auf dem Platz, also ist deutlich zu sehen, dass da was geflogen ist. Ja. Egal, das Spiel geht weiter. Einmal der lange Hafer dort von Ryan Malone, der auch mit der Hand versucht, diesen Rauch jetzt wegzuwedeln. Ja, Ryan Malone, ich glaube, er hat Kontaktlinsen. Das könnte natürlich so ein bisschen ungünstig sein, aber die reine Handbewegung, Ryan, glaubt mir, das wird nicht reichen. Das reicht vielleicht für kurz mal, aber jetzt inzwischen ist dieser grüne Rauch auch verzogen. Grüner Rauch sieht sowieso ein bisschen blöder aus. Kann man vom Rasen so schlecht unterscheiden. So, und wir warten jetzt auf den Einwurf der Lübecker, die sich da sehr viel Zeit lassen, warum auch immer. Der Schiedsrichter hat das Spiel auch noch nicht freigegeben. Jetzt sagt er aber, bitte einwerfen. 57. Spielminute. Zweite Halbzeit lässt sich jetzt deutlich besser an als die erste Halbzeit. Kommt aber der Einwurf der Lübecker weit, weit nach vorne. Damian Rosbach gewinnt das Kopfball der Haris Duljevic zusammen. Mit Jan-Patrick Strauß dort hinten erobern sie die Ball, geht aber wieder über die Seitenlinie, wieder Einwurf für den VfB Lübeck, nur ein paar Meter weiter nach vorne. Und jetzt sind sie an der Strafraumgrenze, Dringut fällt, aber kein Freistoß, Ball rausgeschlagen, jetzt hau ihn weg. Oh, jetzt gibt es einen Schlag gegen Moritz Schröter, der geht zu Boden, Freistoß FC Hansa Rostock. Ich habe auch eine Rückmeldung von zu Hause gekriegt. Harte Kosten bisher steht da drin. Ich finde, das trifft... Unsere Moderation? Scheiße, tut uns leid. Also vielleicht auch, aber es geht prinzipiell ums Spiel. Aber Hansa jetzt mal über Duljevic am Strafraum. Ingelsson mit der Flanke. Ja! Hat die Möglichkeit. Hat er doch nicht. Ah. Ja, da hat er ein bisschen irgendwie quer geköpft. Also nicht in Richtung Tor, sondern wollte ihn irgendwie aus seiner Position nochmal querlegen. Da war aber keiner. Dementsprechend kann Lübeck die Situation erstmal klären und ist jetzt seinerseits auf dem Weg nach vorne, aber da ist schon früh an der Mittellinie Moritz Schröter dazwischen, kann den Ball ins Aus befördern und es gibt hier auf dieser süßen kleinen Gegentribüne gibt es dann Einwurf und den spielen sich die Lübecker dann selbst ins Aus, sodass es hier nach 59 gespielten Minuten immer noch kein Tor gibt. Größte Chance hatte der FC Hansa Rostock mit dem Kopfball in der ersten Halbzeit von John Verhoek. Oh Mann, in die Fresse. Direkt ans... Jetzt kommt aus deinem süßen kleinen Block kommt so ein Ding geflogen, direkt, Richard. Direkt an die Latte. Ich erschrecke mich immer so. Ja, du bist auch ein schreckhafter Junge. Der Böller mag ich gar nicht. Also ein bisschen Rauch mag ich ja doch, aber die Knaller mag ich nicht. Das war eine Knallerbse.
Für mich ist das ein Böller. Ich bin schon älter. So, jetzt kommt der FC Hansa über die rechte Seite. Moritz Schröter setzt sich da wunderbar durch im 1 gegen 1. Nächster Lübecker ausgetanzt. Jetzt muss er irgendwie eine Anspielstation finden. Jetzt hat er eine Anspielstation nochmal zusammengespielt mit Verhoog. Er braucht ihn auf dem Rechten. Er hat ihn auf dem Rechten. Und es gibt den nächsten Eckball. Aber hat wieder Manuel Farona Polido hier vorne ausgetanzt zum wiederholten Mal. Also den Gegenspieler hat er sich jetzt zurechtgelegt und Polido kriegt von seinem Verteidiger auch jetzt schon mal ein, zwei Ansagen. Der findet das gar nicht lustig, dass wir jetzt über rechts doch so ein deutliches Übergewicht schaffen. Jetzt haben wir die Ecke, die nächste Ecke dort von der rechten Seite. Simon Rein bringt ihn auf den Elfmeterpunkt. Schon fliegt vorbei. Das war ein Zentimeter. Und da sagt der Ryan Malone, mein lieber holländischer Kollege, da kannst du auch wegbleiben, weil bei mir fällt er direkt auf die Birne und ich stehe ganz zentral zum Tor. Und dann wäre die Chance wahrscheinlich eine bessere gewesen. So, der Ball weit am Tor vorbei. Aber man sieht, dass sich unsere Jungs jetzt hier ein deutliches Übergewicht erarbeiten, was die Offensivaktion angeht. Aber sie müssen natürlich auch dranbleiben. Da gab es erstmal einen harten Zweikampf zwischen Moritz Schröter, aber wir müssen aufpassen, weil Trinkgut ist vorne im Strafraum. Boland! Körper! Erste richtig gute Chance hier für den VfB Lübeck. Nach dem Schuss dann aber abseits. Jetzt kriegt Moritz Schröter hier die gelbe Karte für das Foul, was ich kurz geschildert hatte. Er rutscht halt in den Ball rein und trifft danach den Gegner. Aber Polido fordert die gelbe Karte. Gelbe Karte fordern, gibt auch gelb, ne? Aber ist egal. Ja, er hat ihn schon ziemlich deutlich getroffen. Danach nochmal eine Situation, wo Schröter den dann auffordert und sagt, hör auf zu simulieren hier. Für den Schubser kriegt er gelb. Er kriegt, glaube ich, nicht für das Foul gelb. Aber ist egal. Körber hat den Ball gut gehalten, war die größte Chance für die Lübecker. Körber jetzt mit dem langen Ball nach vorne. Der kann aber wirklich weit abschlagen. Weit in die gegnerische Hälfte. Leider nicht von einem unserer Jungs dort den Ball geholt. Jetzt muss Strauß dort in die Mitte, muss dort mitverteidigen. Und Schröter muss jetzt natürlich aufpassen, dass er sich so ein bisschen zügelt dort. Genauso auch wie Jean-Patrick Strauß. Die müssen beide jetzt mit ihren Gelbvorbelastungen dort aufpassen. Ball wird über die Seitenauslinie geklärt. Einwurf VfB Lübeck. Ja, nach dem doppelten grünen Rauch hier kommt Lübeck jetzt wieder so ein bisschen besser ins Spiel, muss man sagen. Also es wogt jetzt hin und her, dass man nicht sagen kann, wer hier gleich die Überhand gewinnt, nachdem die ersten 10 Minuten schön an unsere Sache gingen. Und Pröger kann den Ball jetzt abfangen, schlägt ihn einfach mal in die gegnerische Hälfte. Aber da steht nur John Verhoog gegen zwei Gegenspieler, und zwar gegen Löden und Gruppe, und die lassen den Ball einfach mal über die Seitenlinie austrudeln. Einwurf Lübeck aus der eigenen Hälfte. Ja, das Beste am Spiel ist der Gästeblock. Das muss man vielleicht auch nochmal so deutlich sagen. Abseits. Jetzt die Möglichkeit. Abseits angezeigt. Nils Körber wäre aber auch da gewesen. Zweit rausgekommen aus seinem Tor. Arvid hat es vorhin schon gesagt, ein Mitspiel der Torwart, der eben auch mal 20 Meter vor dem eigenen Strafraum agiert und dann eben diesen Ball auch geklärt hätte, trotz des Abseitspfiffes. Man sah jetzt auf dem Weg nach vorne, über die linke Seite geht es da. Das ist Duljevic, der zieht nach innen und sucht jetzt den Seitenwechsel in Richtung Schröter. Und es gibt Applaus vom Lübecker Publikum, weil diese Flanke war ein bisschen zu weit und geht ins Aus. Nein. Lübecker kommt schon wieder und es wird wieder voll gepfiffen. Er will nur hinfallen. Und es gibt die nächste gelbe Karte für Kai Pröger, weil er den Ball dann wegtritt oder wegköpft. Aber der Lübecker hat nur eine Sache im Sinn in diesem Moment, und das ist, einen Freistoß zu ziehen. Und dass ein Champions-League-Schiedsrichter sowas toleriert, das ist einfach nur arm. Aber schon die zweite unnötige gelbe Karte, die wir haben. Also nach Moritz Schröter und auch Kai Pröger, diese gelben Karten können ja irgendwann in der Saison nochmal richtig wehtun. Diese Eschus-Situation sehe ich jetzt als nicht ganz so brandgefährlich an. Natürlich ist ein ruhender Ball immer unangenehm. Wird jetzt natürlich in unseren Strafraum geschlagen, an die Strafraumgrenze. Zumindest suchen sie immer wieder den langen Löden, der ihn dann in die Mitte abgeben soll. Macht er auch. Zum Glück kann der Ball rausgebracht werden. Wieder über die Seitenlinie Einwurf für den VfB Lübeck. Und Polido macht den Ball schnell
Rebound, aber Ingelsson was kann ihn wegrätschen. Was für eine Grätsche von Svante Ingelsson. Volles Risiko da im Strafraum. Geht er in den Ball rein und kehrt zur dritten Ecke. Das Publikum hier an der Lohmühle wird wieder wach. Denn jetzt ist das Momentum so ein bisschen auf Lübecker Seite. Ecke kommt jetzt hier von unserem Freund mit dem türkischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Der hebt auch den rechten Arm und bringt ihn mit dem rechten Fuß in den 5-Meter-Raum an den zweiten Pfosten. Aber da können wir den erstmal direkt rausköpfen. Und auch der Nachschuss, der sehr ambitionierte, die sehr ambitionierte Direktabnahme, die geht weit übers Tor. So, Jungs, Arschbacken zusammenkneifen und jetzt hier endlich mal vernünftigen Angriff zu Ende spielen. Hört auf mit den scheiß langen Bällen, wollte ich gerade sagen. Naja. Der war aber gut. Ja, Johnny verteidigt den gut. Kai Brüger jetzt auf der rechten Seite im 1 gegen 1. Nimmt das Svante Ingelsson mit. Ingelsson im 1 gegen 1. Kann sich da nicht durchsetzen. Ball ist geklärt. Und jetzt wollen sie hier schon wieder einen Freistoß haben. Aber ich glaube, es gibt Einwurf. Sie wollen eine gelbe Karte haben. Aber es gibt einen Wechsel erstmal. 27 wechseln. So, beim VfB kommt die. Geht Marius Hauptmann, das ist der Mann, der die gelbe Karte auch schon gesehen hat auf VfB-Seite. Und für ihn kommt, ja, kann ich nicht mehr lesen, habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Ja, ist leider ein Spieler, der schon im Vorfeld oder zumindest im Podcast gefordert wurde, weil er ein kleiner Dribbler ist. Dort Taritas. Vjekoslav Ingelsson in der Mitte auf Pröger. Pröger zieht an zwei Spielern vorbei, legt ihn links raus. Jetzt kommt die Flanke hinein. Pröger, die Flanke, der Pass. Und geklärt. Ja, da wird ein bisschen Handspiel moniert. Ja, wo aber, ist der Videoassistent, wenn man ihn braucht? Wie nicht gesagt, in Lübeck. Kein Videoassistent beim DFB-Pokal in der ersten Runde. Und entsprechend wird sich hier auch nichts angeguckt. Und entsprechend kriegt Arne Arnik hier auch keinen Anruf von irgendwo. Ja, vielleicht kriegt er einen, aber... Ja, aber nicht diesbezüglich. Nee, so, er müsste ihn ignorieren. Es gibt mal wieder eine Einwurfmöglichkeit für Ryan Malone. Das sieht auch so aus, als wenn er den erstmal lang bringt, in den Strafraum reinwirft. Ja, aber direkt auf den Kopf eines Lübeckers. Zieh ab! Schuss, Moritz Schröter! 3 Meter übers Tor. Ja. Wir haben 70 Minuten gespielt. Es ist diese Anfangseuphorie hier zu Beginn der zweiten Halbzeit ist ein ganz kleines bisschen verflogen. Tja. Denn die Lübecker, die sind zäh. Ja, ich wollte nicht recht haben mit meinem Elfmeterschießen hier. Ja, du hast das so oft heraufbeschworen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Wer denn sonst? In Hamburg warst du nicht dabei. Da hat alles geklappt. Jetzt Simon Rein. Der rutscht ihm über den Schlappen. Mando, eine schöne Chance da, die aus dem Nichts quasi entstanden ist. Simon Rein hat doch so ein feines Schüsschen, feinen Fuß, aber heute kriegt er den Ball auch bisher noch nicht im Kasten unter. Aber zumindest die zweite Halbzeit geht insgesamt, denke ich, schon an uns. Lübeck hat sich hier jetzt aufs Kontern verlegt, macht hinten, stellt sich also hinten ein bisschen weiter rein und wir können jetzt den Gegner dort bespielen. Und kriegen ebenso wie eben auch ein paar von unseren Einschusschancen. Noch macht sich bei uns keiner weiter zum Wechseln bereit. Jetzt über die rechte Seite. Dringt gut in der Flankenposition auf Fano Ronapolido, aber legt nochmal zurück auf den eingewechselten 20er auf Taritas. Taritas an der Strafraumgrenze wird abgeblockt zum Glück. Aber immer noch ist die Situation nicht bereinigt. Jetzt müssen wir dort raustreten. Polido schießt, er schießt Malone auf die Brust. Es war gar nicht Polido, war der mit der Nummer 25. Wir sind in der Kontergegenbewegung dort. Duljevic wird zu Fall gebracht, kriegt aber den Freistoß nicht. Ich dachte, er lässt diesen Vorteil gelten. Nee. Herr Arnik ist halt für den Underdog. Er möchte den Kleinen auch mal ein bisschen, die Kleinen ein bisschen schnuppern lassen, gehört. Ja. Eieieiei, der war nicht gut. Jetzt Körper direkt in die Beine eines Lübeckers. Jetzt die Möglichkeit. Schuss. Aber 3-4 Meter übers Tor, am Tor vorbei. Hansa wackelt. Und ich kriege so langsam schlechte Laune hier. Also, dass das hier kein 18-0 wird, das war ja klar. Richard, es ist nicht jeden Tag Hamburg. Ja, ne, es ist ja nicht jeden Tag Hamburg, aber eine gewisse Leistungsbereitschaft darf man wohl im DFB-Pokal erwarten. Ne? Ja, jetzt haben wir erstmal die Lübecker Einwurf dort in Höhe der Eckfahne. Damian Rosbach
ist unzufrieden mit dem Linienrichter, mit dem Schiedsrichterassistenten, Entschuldigung. Sucht nochmal das Gespräch dort, aber keine Ahnung, was ihm da irgendwie vorher missfallen hat. Vielleicht eine halbe Abseitssituation, egal. Auf jeden Fall jetzt Lübeck mit der Einwurfsituation. Wird der junge Mann, der weit, aber relativ hoch wirft, die Lufthoheit bis auf zwei der ganz langen Kerle haben wir, wobei Tommy Gruppe hinten geblieben ist. Ja, auch der 30er ist hinten, das heißt also, sie gehen gar nicht ins Kopfballduell und wir müssen jetzt versuchen, diesen Ball zu klären und wir haben ihn geklärt, indem nämlich ein Spieler von uns gefoult wurde. Freistoß in der 73. Minute für den FC Hansa Rostock aus dem eigenen Strafraum heraus. Der Körper wieder in die Mitte zu Simon Rein. Diesmal hat er seinen eigenen Spieler gefunden. Das ist schon mal ein Vorteil. Nein! Und jetzt lassen sie sich da richtig unter Druck setzen. Dressel kann das aber klären. Malone wird gefoult und Dressel klärt das nochmal. Wahnsinn. Also beim FC Hansa flattern ihr gerade die Nerven. Die Angst vor dem Viertligisten. Ball ist rausgespielt auf die linke Seite. Farona Polino mit der Flanke in den Strafraum. Und da wirft sich Damian Rosbach in die Flanke. Kann klären. Einwurf gibt es für den FC Hansa, nachdem Farona Polino jetzt den Ball nochmal hatte. Wahnsinn. John Verhoek auch total unzufrieden. Und ich weiß auch nicht, ich muss ehrlich mal fragen, ich mag den Jens ja sehr gerne, aber ich weiß nicht, worauf wir warten, dass wir hier nur einen Wechsel bisher vorgenommen haben. Tja, jetzt gibt es erstmal Diskussionen unten an der Seitenlinie bei den Lübeckern, aber es soll die 29 soll kommen. Ja. Viertelstunde noch. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Hier, jetzt aber die Lübecker wieder in der Vorwärtsbewegung und wir müssen dort mit Ryan Malone erstmal Kopf und Kragen riskieren. Er köpft den Ball raus, aber immer noch an der Strafraumgrenze, schlagt den Ball doch raus. Das ist mir jetzt wirklich zu viel gewuselt an meinem eigenen Strafraum. Nochmal der VfB Lübeck. Nee. Der wollte ja durch das Fallerchen haben und Farona Polino im Strafraum. Ja, zum Glück ist er so einer, der sehr, sehr gerne selber die Dinger macht. Ansonsten, er wollte nämlich jetzt den Körper narren und ins kurze Eck dort schießen. Eigentlich war er in einer super Flankenposition. Körper kriegt erstmal neue Schuhe. Ja. Also bei der Bereifung haben sie sich ja alle vertan heute anscheinend. Jetzt kommt anscheinend Lukas Fröde und Kevin Schumacher. Und Polido geht raus. Ja, Fröde gibt uns natürlich hinten große Stabilität. Ich denke mal, jetzt gehen wir wieder auf unsere Dreierkette. Dann hinten Schumacher links, Schröter rechts, die drei langen in der Mitte, also unser bewährtes System. Der Schiedsrichter läuft jetzt nochmal zu Nils Körber hin und fragt, was ist denn da los mit dir? Aber Nils Körber muss erstmal die Schuhe gebunden kriegen, ist klar. Die Torhüter können das selber schlecht, weil die sind richtig verdrahtet. Und der Schiedsrichter muss sich einmal nochmal die Schuhe angucken, sagt, warum hast du die gewechselt? Kriegt jetzt eine kurze Auskunft darüber, ist zufrieden mit dieser Auskunft, sodass wir jetzt in der 76. Spielminute wieder fußballerisch vielleicht etwas geboten kriegen, aber noch die Wechsel sind noch nicht vollzogen. Ne? Nee. Für Farona Polino übrigens mit Mats Facklam ein klassischer Stoßstürmer. Ja. Lübeck hat hier auch noch was vor. Muss mir jetzt nicht unbedingt gefallen. Neuverpflichtung von Teutonia Ottensen. Gut, war kurz, stockte mir der Atem, weil wieder Simon Rein dort im Mittelfeld angelaufen wurde. Zum Glück flutscht dieser Ball dort durch. Pröger wuselt sich vorbei. Nein, ihm wird der Ball ab. Wir unterliegen jetzt hier wieder in den Zweikämpfen. Der VfB kämpft uns wieder den Schneid ab und Rosbach muss dort auch wirklich alles einsetzen, dass der kleine Dribbler nicht an ihm vorbeikommt. Das Spiel läuft nicht mehr in die richtige Richtung, Richard. Ich war so optimistisch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Schöner Hackentrick, dort hat eine Verlängerung jetzt von John Verhoek auf Simon Rein, jetzt über die rechte Seite. Kai Brügger in der Flankenposition, sein Gegenspieler wird festgehalten und Moritz Schröter jetzt aber in der Flankenposition. Moritz Schröter zieht zur Grundlinie, Moritz Schröter wird abgedreht und es gibt nicht mal eine Ecke dazu. Junge. Richard sagt da auch mal was. Ja, da passiert auch nichts. Da ist kein Druck dann drauf auf den Moritz Schröter, da ganz alleine gegen zwei Leute. Da unterstützt keiner. Jetzt Ingelsson im Strafraum, zieht ab. Da blockt einer, wirft sich rein und blockt mit dem Fuß den Schuss von Svante Ingelsson. Und jetzt läuft der Konter über Trinkgut
Da kriegt er angezeigt, spiel ihn raus hier auf die linke Seite von Mirko Boland, dem ehemaligen Bundesligaspieler. Für Eintracht Braunschweig hat er Bundesliga gespielt. Jetzt die Lübecker direkt zentral vor dem Tor. Schuss! Tor! Tor! Götze Sirin! Einfach mal trocken abgezogen aus 18 Metern. Ich kann es nicht genau sagen, aber das, was Körber macht, sieht nicht gut aus. Boris Schröter eben vor uns konnte den Weg nicht mehr mit zurückgehen. War richtig platt und K.O. Hat man gesehen, wie er gebissen hat. Hansa bereitet einen Viererwechsel vor. Da steht Schumacher, da steht Fröde. Ne, drei sind's. Schumacher, Fröde und Hinterseher. Und ich sag dir, der Hinterseher muss uns jetzt den Hintern retten. So, Schumacher für Schröter. Ryan Malone geht raus. Wow. Fröde für Malone. Wer ist noch raus? Ich sehe nur, Hinterseher ist drin. Es fehlt. Dressel ist auch noch drin geblieben. Wir müssen ja hinten auflösen. Nee, Rossi ist da. Duljevic ist auch. Frag mich. Ingelsson ist raus. Ingelsson, du hast recht. Ingelsson ist raus, Hinterseher rein. Also nochmal kurz sortiert: Schröter raus für ihn, Schumacher. Hinterseher für Ingelsson. Und dann haben wir noch Lukas Fröde für Ryan Malone. So, 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen bitter aus, sozusagen. Aber vielleicht können wir uns ja noch hier am eigenen Schopf aus dieser Niederlage ziehen, aus dem Sumpf rausziehen. Dressel mit der Balleroberung im Mittelfeld. Strauß schießt seinen Gegenspieler an, Ball bleibt aber leider im Spiel. Müssen wir aufpassen. Strauß hat schon gelb. Strauß muss jetzt aufpassen, dass er nicht nochmal irgendwie in so eine Foul-Situation kommt. Das weiß natürlich auch sein Gegenspieler, der jetzt zur Eckfahne tanzt, ihn versucht auszutanzen. Wir können nicht sehen, wie es endet. Wir warten mal ab, was der Schiedsrichter sagt. Der Ball scheint noch immer im Spiel zu sein. Abstoß. Für uns. Tja, für die nächste Runde, den Einzug in die zweite Runde, gibt es 436.000 Euro, da schnuppert der VfB Lübeck jetzt gerade aktiv dran und Fröde holt sich gleich nach seiner Einwechslung den gelben Karton, in dem durch das Foul an der Strafraumgrenze für den VfB Lübeck. Ja, das muss schon so ein ganz kleines Pokalwunder jetzt her, Richard. Vielleicht auch schon ein mittleres. Lübeck hat das Momentum auf seiner Seite, zelebriert natürlich jetzt so einen Freistoß auch. Jetzt kommt Pokalbreyer. Pokalbreyer steht noch irgendwo. Der ist gerade angelaufen, zieht sich jetzt ein frisches Hemd an. Ja. Wenn nichts mehr hilft, dann muss Pasi kommen. So. Aber was, vielleicht ist auch schon zu spät, denn das ist eine zentrale Freistoßposition hier für den VfB Lübeck. Körber stellt dann noch die Mauer. Muss man sich nochmal angucken, seine Situation da jetzt beim 0:1. Sah aus meiner Sicht nicht gut aus. Zwei Leute stehen da jetzt am Freistoß. Einer davon ist der Torschütze von gerade eben. Und aus der Position hat er getroffen. Und er geht durch die Mauer durch, aber Körber kann den fangen. Es ist keiner da, der sich anbietet. Keiner, der das Spiel schnell machen will. Grottenleistung hier von unserer Mannschaft. So, Kevin Schumacher, der Held von Hamburg, spielt den Ball zurück auf Lukas Fröde, der eben leider gleich bei seiner ersten Aktion den gelben Karton gesehen hat. Langer Ball von Fröde nach vorne. Kam weder Hinterseher noch Verhoek konnten ihn erreichen. Jetzt der Ball von Pröger erwischt. Ja, Pröger hat ihn wieder. Und Hinterseher läuft noch in Position. Hinterseher wird doch schön an der Strafraumgrenze gebracht. Hinterseher schießt seinen Gegenspieler an. Einwurf und wir haben aber keinen Malone, keinen Ingelsson und keinen Fröding, also keinen weiten Einwerfer haben wir mehr. Insofern macht es jetzt Pröger. Und jetzt kommt erstmal Pokalbreyer. Oh, guck mal, Jens Hertel, der schubst Pasi dort ins Spiel und sagt, du machst es. Und er zeigt Pröger gleich, du bleibst draußen. Du kannst den Einwurf nicht mehr machen. Den Einwurf, den wird jetzt
Jean-Patrick Strauß machen und wir haben unsere fünf Wechsel jetzt erschöpft und bei diesem Einwurf kommt jetzt Pasi rein und Pasi, der Regensburg-Pasi, der muss es doch jetzt hier nochmal irgendwie machen, dass wir zumindest uns in diese Verlängerung hinein retten können. Einwurf von Strauß, Fröde verlängert ihn in die Mitte, raus auf Breyer, Breyer mit seiner ersten Aktion, Kopfball wieder in die Mitte, oh, da gibt es Freistoß, Freistoß für den FC Hansa Rostock in einer richtig, richtig guten Situation, weil Lukas Fröde dort umgerammt wurde. Simon Rein zeigt auch schon an, den mache ich hier bitte, dort an der... Ist komisch, jetzt hat er gar keine Karte mehr dabei, wa? Fröde hat für so ein ähnliches Foul ja. der Yelp ja. gekriegt, ne? So, Freistoßposition für den FC Hansa, das sind so 24 Meter bis zum Tor, da steht auch Kevin Schumacher. Kann mir eigentlich nicht so genau, kann mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. John Verhoek sagt nochmal, wo er den Ball hinhaben will. Ja, also mehr als Flanke oder er erkundigt sich erstmal, soll das so sein oder wie soll es denn sein? Schumacher und Rein stehen da. Können auch Zwillingsbrüder sein. Beide gleichen Friseur. Und jetzt ist es Simon Rein. Vier Mann Mauer steht da, aber er wird eine Flanke bringen. Er wird eine Flanke bringen! Oh Mann, ey! Ja, die Flanke. Da stehen drei Leute frei und der fängt an reinzurutschen. Da. Das ist natürlich bitter. Dass diese gute Situation nicht mal irgendwie eine Situation ergibt, eine Folgesituation ergibt, wo der Ball aufs Tor fliegt und natürlich in der 85. Minute lassen sie sich jetzt richtig viel Zeit. Ja, voll auf sie wechseln auch noch irgendwie wohl mal aus. Ja, Rindgut geht auf jeden Fall raus. Marvin Thiel kommt für ihn. Und dann geht der Torschütze. Ein Glück, möchte ich sagen. Und so ein bulliger Sechser, so ein bulliger Abwehrspieler mit der Nummer 6 kommt. Ja, 5 Minuten muss Lübeck noch überstehen, dann haben sie hier ihre Pokalsensation. Das, was wir in den vergangenen Jahren immer herbeigesehnt haben, weil wir der Underdog waren, dieses Gefühl haben dann jetzt halt die Lübecker gerade aktuell. Und wir müssen zittern, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie vorne eine Chance kriegen. Weil irgendeine vernünftige Einschusschance, die fehlt mir hier auch noch. Ja, hatten wir in der zweiten Halbzeit irgendwie gar nicht. Sagen wir mal wenig Ansätze. Als richtig gute Torschance haben wir nur den Kopfball von John Verhoek in der ersten Halbzeit an die Latte. So, Ball wird jetzt über die Seitenauslinie geköpft vom VfB Lübeck. Einwurf nochmal. Kevin Schumacher hat den Ball in der Hand, klar. Er muss ihn jetzt selber werfen, weil es gibt ja keinen Wert Dressel. Dem fliegt der Ball so ein bisschen weiter weg, aber Duljevic kriegt ihn. Duljevic springt ihn in den Strafraum. Hinterseher kann ihn nicht festmachen dort. Ball wird rausgeschlagen. Und Patrick Strauß leider ungünstig den Ball weiter verlängert. In den Lauf der Lübecker links rausgelegt und der Mann mit der Nummer 13 bringt ihn quer rein und alle rutschen vorbei. Das wäre der Lucky Punch gewesen. Ja, der Balljunge gibt den Ball nicht schnell raus und Fröde meckert dort, kriegt eine Ansage dann von dem, der neben dem Balljungen steht. Ach, wie auch immer. Jetzt sind natürlich, die Nerven liegen so ein bisschen blank. Bei Lübeck im positiven Sinne, wo das Adrenalin sie noch weiterschiebt und beim FC Hansa Rostock natürlich im negativen Sinne. Ja, von Himmelhoch jauchten zu Tode betrübt. Ne? Von Hamburg zu Lübeck sind gar nicht so viele Kilometer dort auseinander. Insofern müssen wir halt solche Spiele wie am letzten Wochenende nehmen, uns auch mal richtig zu freuen, weil es wird schon noch ab und zu auf die Fresse geben, Richard. Und wenn es dann eben nur in so einem Pokalspiel ist. Das sieht ganz so aus. Heute kriegen wir wohl mal auf die Fresse, ja. So, Pascal Breyer im Mittelfeld, holt sich den Ball dort, springt, spielt ihn auf Simon Rein, der wird von zwei umringt, zurück zu Damian Rosbach. Damian Rosbach links raus, auf Schumacher, nein, auf Duljevic. Duljevic schickt Schumacher auf die linke Seite nach vorne. Duljevic umkurvt seinen Gegenspieler. Mein Gott, Alter! Wird aber der Ball abgegrätscht. Das sind drei freie Leute und der rennt in den einzigen Mann, der da steht. Aber wir haben doch schon wieder den Ball, Richard. Wir haben ihn doch schon wieder, vielleicht kommt ja jetzt was. Schumacher mit der weiten Flanke hinein, rausgeköpft ins Mittelfeld. Dennis Dressel, schnell weiter nach rechts raus. Genau, Patrick Strauß steht doch da. Jetzt wollen wir mal eine Butterflanke sehen. Nein, er bringt ihn nochmal auf Pascal Breyer.
Pascal Breyer, du kennst dich doch aus, Pascal Breyer, am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Pascal Breyer, schön, auf Hinterseher, der Hinterseher ist im Strafraum, liegt nochmal auf Patrick Strauß und Tommy Gruppe köpft raus. Aber wieder Pascal Breyer, nochmal zurückgeköpft, Tommy Gruppe wieder raus und der Ball bleibt bei Dressel, Dressel schießt aus dem Hintergrund, aber der war zu schwach geschossen. Der Torwart ist unten, pflückt ihn runter, 3 Minuten zeigt die Anzeigentafel noch. Der hat natürlich Zeit, der Kirschke da im Tor, der Lübecker. Gästeblock ist so ein bisschen zu Eis erstarrt. Da muss natürlich jetzt auch nochmal was kommen. Die Jungs nochmal pushen hier für die letzten Minuten. Es gab einen Haufenwechsel, es gab eine Getränkepause, es gab Pyro-Einsatz. Also es wird noch ein bisschen Nachspielzeit geben, aber die Lübecker... Die sind willig, die sind bissig, die sind garstig. Die gewinnen hier jeden Zweikampf. Und unsere Jungs, die treten heute auf wie so eine Schülermannschaft. Wie das große Kaninchen vor der Schlange. Ja, noch bleibt uns ein bisschen Hoffnung hier. 2 Minuten plus Nachspielzeit. Allerdings im Moment die Lübecker auch ein bisschen mehr Fortune, immer noch besser im Spiel als wir. Wir können durchaus vielleicht nicht unbedingt von fehlendem Kampfgeist da sprechen. Es klappt dann einfach nicht. Wenn die Bälle nicht laufen, dann ist es halt so. Du bist jetzt in so einem Negativlauf hier drin und Lübeck macht halt die Zeitspielchen jetzt, nachdem Lukas Fröder angeschossen wurde und ein Eckball zurechtgegeben wurde vom Schiedsrichterteam. Der Schiedsrichter zeigt zwar an, dass er die Zeit nachspielt, aber wir wissen ja alle, diese ganzen Kleinigkeiten kann man letztlich alle gar nicht nachspielen. Ball wird rausgeköpft und Duljevic jetzt an seinem Gegenspieler vorbei. Nochmal vorbei, links ran. Aber er wieder weg der Ball. Abstoß zum Glück für den FC Hansa Rostock dort. Körber kriegt den Ball natürlich nicht gegeben, ist ganz klar. Fröde ist jetzt schon mal richtig wieder stinkig, weil natürlich die Balljungs nach wie vor. Da kriegt Fröde ein paar Finger gezeigt. Von dem, der neben dem Balljungen steht, das natürlich auch nicht besonders schön, aber das muss man halt dann auch an solchen Tagen über sich ergehen lassen. Simon Rhein, Ball nach vorne, gechippt auf Pascal Breyer, 3 Mann sind um ihn rum, den kann er doch gar nicht alle. Warum sind immer mehr Grün-Weiße am Ball als Blaue? Ball über die Seitenlinie gespielt, Einwurf FC Hansa Rostock, kein Melon weit und breit. Insofern natürlich Strauß jetzt mit diesem Einwurf. Ein paar müssen sich auch schon anbieten jetzt hier, Jungs. Wir haben die 90. Minute, also insofern müssen jetzt noch mal ein paar Jungs dort mit hinlaufen. Vor uns steht natürlich das Heimpublikum jetzt und feiert ihre Spieler. Ball ist immer noch im Spiel dort und wird jetzt wieder nach vorne geschlagen. Den müssen wir jetzt über Damian Rosbach holen uns. Der Kopfball nach vorne bleibt in unseren Reihen. Ja, Strauß schön mit einem Satz dort. Dressel jetzt irgendwie da vorne, genau, zu John Verhoek. John Verhoek schießt den Gegenspieler an. Simon Rhein, links raus. Nein, es kommt kein Ball ein. Es kommt kein Ball an. Es soll wohl heute nicht sein. 4 Minuten Nachspielzeit wurden gerade angezeigt. Also es gibt noch die Möglichkeit, hier was zu tun. Aber natürlich auch für die Lübecker, die hier gerade schwer am Kontern sind. Langer Ball jetzt auf die rechte Seite. Da wird nochmal abgezogen. Schumi kann den blocken. Und spielt den in den Lauf von Duljevic. Duljevic im 1 gegen 1, da kann er sich erstmal durchsetzen, da über die linke Seite, nimmt richtig Speed auf. Jetzt muss irgendwann der Ball in die Mitte kommen, Hinterseher winkt, kriegt den Ball aber nicht. Schlechte Flanke von außen, keiner setzt nach. Die ganze Story dieses Spiels hier in einem Angriff wiedergegeben. Dennis Dressel versucht da irgendwas Kunstschussmäßiges, verliert den Ball im Aufbauspiel. Jetzt geht es über die rechte Seite im 1 gegen 1 gegen Rosbach. Und es gibt auch dafür Freistoß. Rosbach trifft nur den Ball. Der kann es nicht verstehen. Musste aber auch wegbleiben vom Linienrichter, weil er hat schon die gelbe Karte. Aber wahrscheinlich ist es ja auch egal. Höchstwahrscheinlich, wenn nicht hier noch jetzt ein großes Fußballwunder passiert, werden wir in der ersten Runde im DFB-Pokal ausscheiden. 436.000 Euro gehen uns durch die Lappen fürs Erreichen der zweiten Runde. Lübeck kann das Geld sicherlich auch gut gebrauchen. Jetzt die Freistoßsituation wird natürlich kurz ausgeführt an der Eckfahne. Will er jetzt das Tänzchen machen, will er uns nochmal anschießen, Einwurf für uns, aber
Kevin Schumacher hat aber keine Einwurfsituation. Doch, er hat sie. Er spielt sie auf Simon Rein. Simon Rein in die Mitte auf Dressel. Dressel ganz, ganz weit raus. Pascal Breyer kann sich den Ball schnappen. Bitte schnapp ihn dir, Pasi. Schnapp ihn dir doch vor der Seitenauslinie. Er schnappt ihn sich genau auf Patrick Strauß in die Mitte. Aber was das ein Scheißball! Ja, da muss ich Richard recht geben. Das war kein guter Ball, den Strauß dort spielt. Das ist jetzt Lübeck wieder. Eieiei. Frustfoul von John Verhoek und er kriegt damit auch die gelbe Karte. Nützt uns jetzt gar nichts, weil wieder noch mehr Zeit von der Uhr geht. Aber Johnny ohne Gelb in dem Spiel ist ja auch nicht Johnny. Also. Und der braucht sich da jetzt auch nicht so lange hinlegen. Die sind zusammengeprallt. Jetzt gibt es hier die Verhandlungspause. Gegen die Heidenheim sagen, wir waren nicht clever genug, und in Hamburg sagen, wir waren halt eiskalt, dann waren wir heute nicht auf dem Platz und haben uns hier von einem Viertligisten mit ganz einfachen Mitteln schlagen lassen, mit Kampf, mit Einsatz, mit Leidenschaft. Das war zu erwarten, dass das so kommt, das wussten alle. Anscheinend nur nicht die Jungs, die da heute unten zum Einsatz kamen. Jetzt nochmal der Ball von Lübeck, abgefangen von Lukas Fröde. Dennis Dressel treibt das Spiel nochmal nach vorne. Wannsweit links raus auf Duljevic. Duljevic im 1 gegen 1, das muss er doch jetzt schaffen. Duljevic im 1 gegen 1 geht links vorbei. Nein, er wird abgekocht. Freistoß schon wieder mit. Das ist ein zu ungestümer Einsatz da vorne von Kevin Schumacher gewesen. Deswegen. Uns zerrinnt die Zeit dort, weil diese ganzen Freistöße einfach gegen uns sind, weil wir viel zu ungestüm rein sind und auch Haris Duljevic, tja, das hat er schon mal besser gemacht, dass er da an den Gegenspielern vorbeigekommen ist. Der Kleine hat ihn jetzt da ein, zwei Mal, hat er ihm den Ball weggepflückt. So ist das. So, jetzt noch Laola hier im Stadion. Simon Rein den Ball nochmal gespielt nach vorne. Genau, John Verhoek macht ihn fest. John Verhoek legt ihn rechts raus auf Pascal Breyer. Pascal Breyer hat aber keine Anspielstation. Er ist ganz alleine dort, das gibt's doch gar nicht. Das müssen wir doch alles nach vorne werfen. Simon Rein links raus auf Duljevic. Duljevic jetzt bringt nochmal eine richtig geile Flanke davor das Tor. Er bringt die Flanke, aber raus, geköpft. Und wieder sind die Lübecker am Ball. Jetzt kann's auch abpfeifen. Lecksen mir alle Füße. Lübeck kommt nochmal über die rechte Seite. So richtig spielt dann sie nicht. Und jetzt ist Schluss. Der FC Hansa verliert im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde 0:1 vom VfB Lübeck. Kein Einsatz, keine Leidenschaft, keine Torchancen. So wird es auch gegen einen Viertligisten schwer. Letzte Woche noch auf Wolke 11 und diese Woche im Keller in der Hölle. Das war das Hansa Fanradio, präsentiert von kurzurlaub.de. Danke an Arvid, der geht runter für die Interviews. Und wir hören uns dann nächste Woche live aus dem Oststadion, dann im Spiel gegen Arminia Bielefeld.